Vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie im Namen der Böll-Stiftung sehr herzlich hier heute Morgen in unserer heiligen Halle, hätte ich fast gesagt, in unserem Konferenzraum begrüßen zur Tagung, zur Konferenz. Wie geht's weiter mit der Rente, Sicherheit und Fairness in der alternden Gesellschaft? Wie geht's weiter mit der Rente? Das ist eine Frage, die uns alle brennend interessiert. Und was man vielleicht zur Begrüßung sagen sollte, die Heinrich-Böll-Stiftung hat schon seit letztem Jahr einen Schwerpunkt ihrer Arbeit im Bereich demografischer Wandel. Wir hatten vorletzte Woche eine große Konferenz zu schrumpfenden Regionen und wachsenden Städten. Wir haben demnächst eine größere Tagung gemeinsam mit der Landesstiftung Stuttgart zum Thema Fachkräftemangel und Arbeitsmigration, was ja auch bekanntlich mit dem demografischen Wandel zu tun hat. Wir wollen im Juni nächsten Jahres eine große Konferenz machen, Schlagwort neuer Generationenvertrag, in dem mal verschiedene Stränge zum demografischen Wandel zusammengeführt werden. Aber wir sind heute mit dieser Tagung wahrscheinlich sozusagen in der Hardware der Frage des demografischen Wandels und überhaupt einer ganz zentralen gesellschaftlichen Frage, ich muss Ihnen das nicht sagen, nämlich der Frage der Sicherung im Alter, was nicht nur mit dem demografischen Wandel zusammenhängt, sondern auch noch ein paar anderen Faktoren beruht, aber natürlich da im demografischen Wandel einen ganz starken Treiber hat. Der konkrete Anlass, warum wir uns heute hier versammeln, und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken, ist, dass die Böll-Stiftung eine Fachkommission eingerichtet hat, die schon seit 2 Jahren sehr intensiv an diesen Fragen arbeitet und heute ihre Ergebnisse vorstellt und zur Diskussion stellt. Ich will mich ganz herzlich bedanken bei Andrea Fischer, Frank Nullmeier, Dieter Rulf, Wolfgang Schröder und Peter Selin dafür die viele Arbeit, die ihr euch gemacht habt, aber ganz besonders beim Leiter der Kommission. Das war jetzt ein leichter Cliffhanger, um den Dank nochmal besonders zu betonen bei Helmut Wiesenthal, der seine ganze Kompetenz und seine ganze Erfahrung in diese Kommission reingelegt hat, und das ist alles andere als selbstverständlich, und dafür möchten wir uns ganz, ganz herzlich bedanken. Ich will in keinster Weise den Ergebnissen vorgreifen, hier sitzt die versammelnde Kompetenz, und mir bleibt deshalb nur noch das Wort als ersten Redner eben jenem Helmut Wiesenthal zu übergeben, der Ihnen jetzt die Studie vorstellen wird, beziehungsweise Eckpunkte aus dieser Studie. Und dann wird es in den verschiedenen Facetten im Laufe des Tages diskutiert, und wünsche Ihnen eine gute Konferenz und hoffentlich viele neue und ertragreiche Erkenntnisse. Ich wünsche einen schönen Tag. Dankeschön. Ja, schönen guten Tag. Oh ja, wir haben das Bild schon auf der Leinwand, wunderbar. Ja, es gibt jetzt einen kleinen Parforce-Ritt durch die Befunde, die die Kommission in den vergangenen 2 Jahren erwirtschaftet hat. Und ich hoffe, Sie können mir dabei weitgehend folgen. Wenn nicht, geben Sie mir irgendwelche Zeichen, dass ich schneller oder langsamer reden soll. Ich bemühe mich dann entsprechend. Ja, die demografische Wahrheit, nicht der Wandel, sondern die demografische Wahrheit für Deutschland besteht bekanntlich aus 2 Teilen. Einerseits das Durchschnittsalter der Gesellschaft steigt und gleichzeitig sinkt die Bevölkerungszahl. Beide Nachrichten sind seit langem bekannt, aber es hat sich in der Politik noch nicht eingebürgert, ihnen auch Rechnung zu tragen. Dabei haben die sich verändernde Alterszusammensetzung und die schrumpfende Bevölkerung weitreichende Konsequenzen für nahezu alle Teile der Gesellschaft. Das heißt,
dass der demografische Wandel ein weiter wie bisher eigentlich unmöglich macht. Die Frage ist nur, handelt die Politik, handeln wir rechtzeitig, sozusagen proaktiv oder erst dann, wenn nur noch kurzfristige Schadensbegrenzung möglich ist? Vielleicht, oder manchmal sieht es so aus, als ob einige Verantwortungsträger annehmen, dass die sowohl alternde als auch schrumpfende Bevölkerung die Gesellschaft in eine Art Ruhezustand versetzen könnte, eine ruhige Gesellschaft von Ruheständlern. Dann werden Sie wohl eine deftige Enttäuschung erleben. Denn die alternde Gesellschaft, und mir ist keine bessere Kurzbezeichnung eingefallen als die alternde Gesellschaft in Gänsefüßchen, die alternde Gesellschaft weist eine beträchtliche Veränderungsdynamik auf. Denn sie wird uns nicht nur mit einer Vielzahl von neuen Herausforderungen konfrontieren, sondern auch mit einer ganzen Reihe von neuen Möglichkeiten. In diesem Einleitungsvortrag geht es aber jetzt nicht um das Ganze dieser Herausforderungen, auch nicht um das Ganze dieser Möglichkeiten, sondern um drei Punkte, die Sie hier nochmal aufgelistet sehen. Einige Bemerkungen zur Wirtschaft der alternden Gesellschaft, nur um uns etwas in Erinnerung zu rufen, was man bedenken soll, wenn man später über die Alterssicherung spricht. Und der letzte Punkt ist das, was wir für Gesichtspunkte, nicht für die Details, aber für die Entscheidungsgesichtspunkte für notwendige Reformen empfehlen oder für richtig halten. Ja, dann fangen wir an mit dem ersten Punkt, Demografie und Wirtschaft. Und vorauszuschicken ist, auch nur um es in Erinnerung zu rufen, dass der demografische Wandel natürlich nicht die einzige wirtschaftlich relevante Herausforderung ist, die in Kürze mutige Anpassungsmaßnahmen erfordert. Mindestens drei weitere Trends bestimmen gleichzeitig die Rahmenbedingungen der Politik, nämlich der Übergang zur wissensbasierten Dienstleistungsgesellschaft mit der Folge einer Entwertung der traditionellen Berufsstruktur, die fortschreitende Integration der neuen Industrieländer in die Weltwirtschaft mit der Folge verschärften Wettbewerbs- und beschleunigten Strukturwandels hierzulande und die Umstellung der Wirtschaft auf eine veränderte Energie- und Rohstoffbasis. Alles das lässt sich nicht hintereinander in Ruhe bewältigen, sondern bedarf wohl abgewogener Entscheidungen, weil alles gleichzeitig relevant ist. Und all diesen Veränderungen gilt es, proaktiv gerecht zu werden und das in einer Zeit, in der das Zahlenverhältnis von alten, versorgungsbedürftigen, könnte man sagen, und erwerbsfähigen Personen sich zum Nachteil der Wirtschaft verschiebt. Kamen im Jahr 1957 nur 17 Personen über 64 Jahre auf 100 Personen im Erwerbsalter, das sind statistisch immer 15 bis 64 Jahre, so waren es im Jahre 2005 bereits 32, also ungefähr doppelt so viel Ältere. Und die Prognose für 2050 lautet, dass es über 50, vermutlich 55 bis 60 Ältere sind, die auf 100 Erwerbsfähige kommen. Sie kennen alle diese schönen Grafiken, nicht? Die links oben den Tannenbaum von 1910 zeigen, sehr viele Jüngere und ganz wenig Ältere zu sehen. Dann sehen Sie rechts oben die Veränderung für 1950 mit den Einschnitten, die die Weltkriege bei den Geburten verursacht haben. Wir stehen ungefähr bei dem Bild links unten 2008 und Sie sehen schon, der große Bauch, ich kann leider mit dem Laserpointer nichts anfangen, ist das Pult zu weit weg von der Leinwand, lassen wir das. Okay, und rechts unten sehen Sie farblich ausgemalt die Projektion für 2060 und die Umrisse drumherum sind nochmal das, was wir heute haben. Aber es gibt ja auch noch dieses größere Bild, was ungefähr der Projektion für 2060 entspricht. Und Sie sehen, das ist sozusagen die Dönerpyramide, die hier den Tannenbaum abgelöst hat. Es ist eine zahlenmäßig sehr große Avantgarde oben und eine sehr bescheidene Nachhut unten von Jüngeren. So, das ist das Bild, dass die Gesellschaft im Wesentlichen ja, nicht getragen wird von tüchtigen jungen Leuten, sondern eine große Last von Alten zu tragen hat. Gelegentlich hört man, dass all diese Zahlenspiele doch sehr unsicher seien und
es könnte auch möglicherweise alles ganz anders kommen. Denn es sind ja Projektionen in die Zukunft. Aber diese Auffassung ist falsch. Sie beruhen, die Projektionen, die demografischen Projektionen beruhen auf ziemlich harten und in der Regel unabänderlichen Fakten, nämlich auf den Geburten- und Sterbeziffern der Vergangenheit. Und deshalb ist es fahrlässig, die demografischen Veränderungen als unsicher und, das kann man ja mal erstmal abwarten, darzustellen. Vielmehr muss man sich klar machen, dass die in der Vergangenheit nicht geborenen Personen unwiderruflich als Mütter und Väter derjenigen ausgefallen sind, die den demografischen Wandel hätten aufhalten können. Diese Überlegung ist wirklich wichtig, um zu verstehen, warum es sich um harte Fakten handelt. Der demografische Wandel ist deswegen ein unumkehrbarer Prozess, dessen Ursachen sich auch der staatlichen Steuerung völlig entziehen. Egal wie die Politik auf diesen Prozess reagiert, den Wandel kann sie weder umkehren noch aufhalten. Die sozialen und ökonomischen Auswirkungen des Wandels lassen sich durchaus beeinflussen und das kann man in einigen Aspekten durchgehen. Da haben wir in erster Linie den Rückgang des Arbeitsangebots. Für die Wirtschaftsentwicklung ist das bedeutsam, dass die Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter zurückgeht. Der Rückgang wird auf 6 Millionen bis 2030 geschätzt. Also statt 42 Millionen wie gegenwärtig wären es dann nur 36 Millionen, die erwerbstätig sein könnten. Demgegenüber wird die Zahl der Personen von 64 Jahren oder älter um ungefähr ebenso viel zunehmen. Durch den Rückgang der erwerbstätigen Zahl wird etwa ein Drittel des durchschnittlichen Wirtschaftswachstums von 1,5% veranschlagt neutralisiert werden. Aber es ist ja prinzipiell möglich, die erwerbstätigen Zahl zu erhöhen. Es gibt, das ist jetzt noch nicht die Möglichkeiten der Erhöhung, aber die Projektion, die Sie sehen, die blaue durchgezogene Linie, stellt den vermutet realistischste Variante dar, die den Rückgang von über 80 Millionen bis 2050 auf unter 75 Millionen repräsentiert. Die Möglichkeiten, darauf zu reagieren, sind alle bekannt und alle nicht ganz unproblematisch. Die Aktivierung von nicht erwerbstätigen Personen, es wird da vor allem von den Frauen gesprochen, die sich noch nicht am Arbeitsmarkt beteiligt haben. Es wird über längere Erwerbstätigkeiten der Beschäftigten gesprochen, das nicht sehr beliebte höhere Rentenalter steht hier an erster Stelle. Dann vor allem, und das gilt eigentlich durchgängig für alle Reaktionen auf den demografischen Wandel, die Verbesserung des Zugangs zu Bildung und Weiterbildung und natürlich die Anhebung der Qualität der Bildungsgänge. Die Aktivierung und Inklusion von Erwerbslosen. Wir haben ja bekanntlich immer noch knapp 3 Millionen Erwerbslose. Die Umwandlung von Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigung, die stark abhängt von den Haushaltsstrukturen, in denen die Beschäftigten leben. Und die gesteuerte Ausweitung der Zuwanderung. Realistisch ist oder als realistisch gilt, vor allem die höhere Beteiligungsquote von Frauen und älteren Arbeitnehmern, die Rückkehr zu einem früheren Rentenalter, wie das immer wieder von Teilen der Verbände gefordert wird, hat unter diesen Bedingungen eigentlich keine Chance. Man muss davon ausgehen, dass es auch gesellschaftspolitisch gut begründbar ist zu sagen, dass die höhere Lebenserwartung, die wir registrieren im Laufe der vergangenen Jahre und auch voraussichtlich in der Zukunft, wenigstens zu einem Drittel auch auf eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit verwendet werden kann. Wir haben hier nochmal den Anstieg der Lebenserwartung. Das ist die obere Kurve mit den kleinen Kreisen. Der Anstieg über die letzten 50 Jahre beträgt hier glatte 10 Jahre, unten die Kurve bezeichnet den Anstieg der Lebenserwartung im Durchschnitt der ganzen Welt. Und wenn von diesem Anstieg von 10 Jahren Lebenszeit ein Drittel verwendet wird für die Lebensarbeitszeit, ist das nach einer verbreiteten Auffassung, zumindest in der Sozialpolitik,
durchaus gesellschaftspolitisch zu rechtfertigen. Eine weitere Reserve stellen die rund 1 Million Langzeitarbeitslosen dar, aber das auch erstmal nur in einer gewissen formalen Betrachtung, denn um ihnen eine echte Inklusionschance im oder neben dem Arbeitsmarkt zu verschaffen, sind erhebliche Bildungsinvestitionen erforderlich. Bleibt also nur noch der Punkt der Zuwanderung. Diese ist allerdings, wie man aus der Vergangenheit weiß, relativ schwankend in ihrem Umfang. Wir sehen, dass sie in den letzten Jahren seit 2010, 11 und 12 deutlich zugenommen hat. Also das ist der Saldo der Zuwanderung. Die Abwanderungen sind da schon abgerechnet. Aber es ist sehr schwer zu prognostizieren, was man in der Zukunft veranschlagen kann an Zuwanderung. Hier wäre es natürlich vordringlich, qualifizierte Migranten anzuwerben, indem man administrative Hindernisse weiter abbaut, für bessere Integrationshilfen sorgt und so weiter und auch dazu beiträgt, die häufig thematisierten ethnisch-kulturellen Differenzen ein bisschen zu entmystifizieren und die Zuwanderungspolitik auf eine rationale Grundlage zu stellen. Wenn das ganze Potenzial dieser hier beschriebenen Maßnahmen ausgeschöpft wird, kann der Rückgang der Erwerbspersonenzahl von heute 42 Millionen auf etwa 38 Millionen im Jahr 2030 begrenzt werden. Mehr gilt als kaum möglich. Also mit minus 4 Millionen hätte man auf jeden Fall zu rechnen. Ich muss mir erstmal was eingießen, mir wird es etwas trocken im Hals. Ja, dann komme ich zum zweiten Punkt im Bereich Demografie und Wirtschaft, nämlich dem Wandel der Wirtschaftsstruktur. Hier möchte ich nur so viel sagen, dass sich unter anderem Veränderungen ergeben in der regionalen Verteilung der Bevölkerung, nämlich der Haushalte. Die Gesamtzahl der Haushalte, so wird damit gerechnet, bleibt stabil, einfach weil es mehr Single-Haushalte geben wird. Aber in den neuen Bundesländern rechnet man mit einem starken Rückgang von 10%, das sind ungefähr 600.000 Haushalte. Und für die alten Bundesländer rechnet man mit einem entsprechenden Plus. Weiterhin geht man davon aus, dass sich auch die Struktur der Konsumausgaben der Menschen erheblich verändert und damit einen Einfluss auf die Beschäftigungsstruktur auch eintritt. Es wird erwartet, dass die Beschäftigung im Gesundheitssektor bis 2060 um mindestens 7% steigt, im Verkehrssektor zum Beispiel um 5% sich verringert. Die gesamten Zu- und Abgänge in den einzelnen Wirtschaftssektoren werden auf etwa 18% der Beschäftigung, also rund ein Sechstel, geschätzt. Noch ein Wort zur Frage Produktivität und Wachstum. Damit die sinkende Erwerbspersonenzahl nicht zu Produktionseinbußen führt, müsste bis 2035 eine Produktivitätszunahme von insgesamt 15% erfolgen. Mindestens die Hälfte müsste durch höhere Arbeitsproduktivität erreicht werden, die andere durch Steigerung der Kapitalintensität der Produktion, das heißt mehr Technik und Automation. Ökonomen, zum Beispiel Axel Börsch-Supan, gehen davon aus, das sei die größte, Zitat, die größte Herausforderung des ganzen Alterungsprozesses, nämlich für die unterstellte Produktivitätszunahme zu sorgen. Und die wichtigste Voraussetzung dafür ist, dass die verschiedenen Ebenen des Bildungssystems im Hinblick auf größtmögliche Inklusion und Vermittlung von anspruchsvollen Basiskompetenzen reformiert werden. Auch wirkliche Fortschritte und nicht nur rhetorische in Sachen lebenslanges Lernen sind dafür nötig. Dann zu dem leidigen Thema der Staatsfinanzen. Die alternde Gesellschaft wird die öffentlichen Haushalte zusätzlich unter Druck setzen, weil der Anteil der Sozialausgaben an den Haushaltsbudgets mit großer Sicherheit steigen wird. Damit droht die Haushaltspolitik in eine Austeritätsfalle zu geraten, aus der es kaum einen sozialverträglichen Ausweg gibt. Dazu eine schlechte und eine gute Nachricht, die schlechte zuerst. Sie sehen den Anstieg der Staatsverschuldung, der ausgewiesenen Staatsverschuldung aller öffentlichen Haushalte und Gebietskörperschaften in Deutschland. Die unterste Zeile ist etwas ungewöhnlich, diese Darstellung kommt aus Wikipedia, glaube ich. Die unterste Zeile liest sich mit ungefähr 2 Billionen
60 Milliarden als derzeitigen Stand Ende 2012. Die etwas freundlichere Nachricht ist die Entwicklung der Staatsschuldenquote. Da es einen Zuwachs des Sozialprodukts gegeben hat, hat sich die Staatsschuldenquote etwas zurückentwickelt. Aber das ist nur die halbe Wahrheit, wenn man die Staatsschulden betrachtet. Denn realistischerweise ist zu den ausgewiesenen Staatsschulden von über 2 Billionen Euro noch die implizite oder versteckte Staatsverschuldung hinzuzurechnen. Das sind die Zahlungsverpflichtungen der Sozialversicherung und der öffentlichen Haushalte, namentlich die gesetzlich festgelegten Versorgungsansprüche der Beamten, die sich per 2040 auf rund eine weitere Billion Euro belaufen. Implizite und explizite Staatsverschuldung zusammen machen 230% des Bruttoinlandsproduktes aus. Weil der Spielraum für neue Schulden bekanntlich durch die Schuldenbremse im Grundgesetz beschnitten ist, liegt es nahe, dass entsprechende Strukturreformen das Ausgabenpaket beschneiden müssen. In diesem Zusammenhang wäre auch an den Abbau der großzügigen Beamtenpensionen zu denken, beziehungsweise deren Angleichung an die gesetzliche Rente. Vermutlich wird man auch an die Besteuerung von Einkommen und Vermögen herangehen müssen und das Volumen, das es zu bewältigen gilt, an entweder höheren Einnahmen oder Einsparungen auf der Ausgabenseite wird auf ungefähr 10% geschätzt. Alle Reformwünsche und Reformkonzepte für die alternde Gesellschaft müssen diesen ökonomischen und finanziellen Restriktionen Rechnung tragen, wenn sie realistisch sein sollen. Es hört ja sicher keiner zu aus der derzeitigen Verhandlungsrunde der Großen Koalition, deswegen können wir das ja als Forderung hier folgenlos verkünden. Dann komme ich zum zweiten Hauptpunkt des Vortrags, nämlich zur gesetzlichen Alterssicherung eines Konglomerats von Regelungen, die häufig als drei Säulen bezeichnet werden, aber wo die Kommission sich durchgerungen hat, festzustellen, es sind drei Säulen, aber kein System. Nachdem die Aktienkurse in der Finanzkrise 2008 abgestürzt sind und seitdem die Anleihezinsen ins Bodenlose gesunken sind, ist deutlich geworden, es ist vor allem eine Säule, nämlich die gesetzliche Rentenversicherung, auf die sich die Menschen noch einigermaßen verlassen können. Dabei hat die Leistungsfähigkeit der GRV, ich verwende jetzt immer die Abkürzung für die gesetzliche Rentenversicherung, in den vergangenen Jahren sukzessive abgenommen. Weshalb ja auch 2001 mit der Riester-Rente eine dritte Säule neben der betrieblichen Altersvorsorge als zweite Säule geschaffen worden ist. Dennoch ist die staatlich regulierte Alterssicherung mit ihren nunmehr drei Säulen nur für einen Teil der Erwerbstätigen besser oder sicherer geworden. Warum? Weil keineswegs alle Erwerbstätigen Zugang zu betrieblicher Altersversorgung haben und weil die Riester-Rente sich nur für bestimmte Haushaltstypen wirklich lohnt. Generell gilt, die Situation der gesetzlichen Alterssicherung mit ihren drei Säulen ist unbefriedigend und unübersichtlich und steht vermutlich deshalb jetzt wieder vor einem Wendepunkt. Doch das verheißt leider nichts Gutes. Es ist zu befürchten, dass Veränderungen eintreten, welche die vergleichsweise leistungsfähige GAV eher schwächen als stärken. Und zur Erinnerung, ein rascher Rücktritt auf die Rentenreform der letzten Jahre, sagen wir nach der deutschen Einheit. Haben wir doch. Ja. 1992 hatten wir die Umstellung der Rentenanpassung auf die Nettolohnentwicklung. 1997 die Einführung eines Demografiefaktors zur Berücksichtigung der gestiegenen Lebenserwartungen. 2001 die große Rentenreform der rot-grünen Regierung mit der Schaffung der Riester-Rente und oft vergessen, aber dennoch wirksam, der Einführung eines Riester-Faktors, der die künftigen Rentenanpassungen mindert. Wir haben die Förderung der betrieblichen Altersvorsorge durch die abgabenfreie Entgeltumwandlung bekommen. Und die Festlegung, dass der Beitragssatz in der GAV bestimmte Werte bis 2020 oder bis 2030 nicht überschreiten darf. Das war
ein entscheidender Impuls zur Änderung des Systems der gesetzlichen Rentenversicherung, weil es damit nämlich von einem Leistungs-, einem Output-orientierten System zu einem einnahmeorientierten Rentensystem umgebaut wurde. Positiv die Einführung der Grundsicherung im Alter, die erstmals eine Sozialhilfe aus öffentlichen Mitteln ohne Unterhaltsrückgriff auf die ansonsten unterhaltsverpflichteten Angehörigen geschaffen hat. Das Rentenversicherungsnachhaltigkeitsgesetz von 2004 brachte einen weiteren demografischen Faktor, könnte man sagen, nämlich die Veränderung des Rentnerquotienten wird als sogenannter Nachhaltigkeitsfaktor eingeführt. Und die Rentenreform 2007, die bekanntermaßen unbeliebte Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre. Und wiederum ein weiterer Ausgleichsfaktor zum Nachholen unterlassener Rentenkürzungen. Am Ende dieser Reformserie ist also der GAV zu bescheinigen, dass der Anstieg der Ausgaben und des Beitragssatzes erfolgreich gestoppt wurden. Aber das gelang nur um den Preis, dass sich ihre Leistungsfähigkeit deutlich verringerte. Immerhin ist das nominale Bruttorentenniveau von 50,2% in 1990 auf 46% in 2011 gesunken. Und das betrifft vor allem die große Zahl von Versicherten, für die die GAV die einzigste Säule der Alterssicherung ist. Nur wird begrüßenswerterweise seit Ende 2011 und mit Blick auf die GAV über Altersarmut diskutiert. Es wurde festgestellt, dass die durchschnittliche Zugangsrente von Männern im Jahr 2010 nur noch 860 Euro betrug, während sie im Jahr 2000 noch 921 Euro ausmachte, ein Rückgang von 6,5%. Besonders brisant, der durchschnittliche Zahlbetrag der Neurenten von Männern und Frauen gemeinsam gerechnet hatte schon 2009 der Referenzwert der Grundsicherung von 678 Euro unterschritten. Wir sehen hier an der ausgezogenen Linie, die im oberen Bereich die Säulen kreuzt, das ist die durchschnittliche Zahlbetrag der Altersrenten im Rentenzugang, während die Säulen den Bedarf der Grundsicherung einschließlich Kosten der Unterkunft repräsentieren. Diese Zahlen, wie sie hier nochmal dargestellt sind, lösten spontan einen Medienhype aus, der nicht nur viele Ältere alarmierte, sondern vor allem die Sozialpolitiker der amtierenden Regierung, weil sie die Wahlen vom September 2013 auf sich zukommen sahen. Die Hiobsbotschaft aus der Rentenversicherung besagte allerdings nicht, dass in Deutschland eine allgemeine Altersarmut ausgebrochen sei. Die Rentenversicherung und die Statistiker der Rentenversicherung hatten lediglich auf einen abschüssigen Trend aufmerksam gemacht. Das Bild einer grassierenden Altersarmut trifft nicht zu, genau gesagt noch nicht. Im Jahr 2011 bezogen nur 2,6% der über 65-Jährigen zusätzliche Leistungen aus der Grundsicherung im Alter. Ende 2012 wurde errechnet, waren es 3% der über 65-Jährigen in Westdeutschland und 2% derjenigen in Ostdeutschland. Diese Zahlen von 3% bzw. 2% stellen einen deutlich geringeren Anteil da, als er für andere armutsgefährdete Personengruppen, insbesondere für Kinder und Alleinerziehende, gilt. Im Klartext, Rentner sind bislang seltener vom Armutsrisiko betroffen als andere Bevölkerungsgruppen. Niedrige Rentenzahlbeträge lassen nicht umstandslos auf Altersarmut schließen, denn viele Rentner haben auch weitere Einkommensquellen. Nicht alle, aber viele. Betriebsrenten, Lebensversicherungen, Beamtenpensionen, Mieteinnahmen, Zinsen aus Ersparnissen und so weiter. Es gibt einen krassen Unterschied hier zwischen Ost- und Westdeutschland, weil diese Zusatzeinkommen in Ostdeutschland allerdings wesentlich seltener sind. Aber deshalb ist nur ein kleiner Teil der Niedrigrentenbezieher
auf Grundsicherung im Alter angewiesen. Beunruhigend ist aber der aufgezeigte Trend. Ein Vergleich der Erwerbsverlaufsmuster unterschiedlicher Jahrgänge zeigt, dass in den jüngeren Altersgruppen über ein Drittel der Männer nicht mehr das traditionelle Erwerbsmuster der kontinuierlichen Vollzeitbeschäftigung aufweist. Nur 2/3 der Männer mit Geburtsjahr von 1956 bis 65 haben durchweg Vollzeit gearbeitet. Und immerhin 18% der Männer und Frauen dieser Altersgruppe waren zeitweise selbstständig. Damit zeichnet sich eine fatale Problemkonstellation ab, die allerdings nicht in der Gegenwart schon realisiert ist, sondern auf uns zukommt. Das ist nämlich das Zusammentreffen des sinkenden Rentenniveaus mit der zunehmenden Verbreitung diskontinuierlicher Erwerbsverläufe und, könnte man sagen, bei gleichzeitig steigenden Altersquotienten. Also 3 Trends, die koinzidieren. Wenn vor allem die diskontinuierlichen Erwerbsverläufe, werden im Zuge des strukturellen und kulturellen Wandels immer normaler. Als Wechsel zwischen Phasen der Familien- und Erwerbsarbeit, zwischen Voll- und Teilzeitarbeit, in Form von Bildungsphasen sowie als Zeiten der Selbstständigkeit oder der Arbeitslosigkeit. Kein Wunder, dass die Prognose für die 1967 bis 71 Geborenen am ungünstigsten ausfällt. Sie haben, so wurde errechnet, nur durchschnittliche Rentenzahlbeträge von 600 Euro für Männer bzw. 430 Euro für Frauen zu erwarten. Hauptbetroffener sind alleinstehende westdeutsche Frauen und die meisten Ostdeutschen, sowohl Männer als auch Frauen. Vor diesem Hintergrund mutet es nun einigermaßen widersinnig an, wenn versucht wird, die zweite und die dritte Säule der Alterssicherung, also die betriebliche und die private Altersvorsorge, als bevorzugte Möglichkeit der Kompensation von Versorgungslücken in der GAV darzustellen und diese dann, wie geschehen, auf Kosten der gesetzlichen Rentenversicherung auszubauen. Denn es ist im Wesentlichen die obligatorische Alterssicherung, die GAV, die denen zugutekommt, die sich keine Eigenvorsorge in nennenswerter Höhe leisten können. Dazu zählt auch, bekanntlich, also als Vorteil, das umfangreichere Leistungsspektrum der GAV, das in Vergleichen zwischen kapitalbasierten Rentenversicherungssystemen und der gesetzlichen Rentenversicherung oft übersehen wird, nämlich die verlässliche Dynamisierung der Rentenhöhe in Abhängigkeit von der Wirtschaftsentwicklung, die Anrechnung von beitragsfreien Versicherungszeiten, zum Beispiel der Kindererziehung, die Leistungen bei Invalidität, Rehabilitationsbedarf und Erwerbsminderung sowie auch die Hinterbliebenenversorgung. Demgegenüber haben sich in den letzten 2 Jahren die Schwächen der zweiten und dritten Säule herausgestellt, vor allem ihre Abhängigkeit von der Entwicklung der Börsenkurse und Zinssätze. Unter Umständen besteht noch nicht einmal Gewähr für den Kapitalerhalt, geschweige denn für hohe Gewinne. Vor diesem Hintergrund wurde 2011, 2012 die Idee der Zuschussrente lanciert. Dabei geht es um Zusatzleistungen für eine Teilgruppe der künftigen Niedrigrentenbezieher. Wer trotz 30- bis 40-jähriger Versicherungszeit nur eine Rente auf Grundsicherungsniveau erwarten kann, soll, so das Bundesarbeitsministerium, vertreten von Frau von der Leyen, eine sogenannte Zuschussrente oder nach Auffassung der SPD eine Solidarrente oder nach Auffassung von Bündnis 90 Die Grünen eine Garantierente von mindestens 850 Euro bekommen, die ihn oder sie vor dem sozialen Stigma der Grundsicherung im Alter bewahrt. Dazu eine Zwischenbemerkung. Paradoxerweise war die Grundsicherung im Alter mit ihrem Verzicht auf den Unterhaltsrückgriff eigens geschaffen worden, um diese Sozialleistung vom Stigma der Sozialhilfe, der alten Sozialhilfe, zu befreien. Indem nun die Grundsicherung im Alter als so stigmatisierend erklärt wird, dass eine bestimmte Personengruppe davor geschützt werden muss, trägt die Zuschussrentendiskussion nun selbst zur Stigmatisierung der Grundsicherung im Alter bei. Deshalb zur Erinnerung. Es gibt mindestens 4 Personengruppen, die voraussichtlich auf Grundsicherung im Alter angewiesen sein werden.
Das sind zum einen die Personen mit einer Erwerbsbiografie von 30 bis 40 Jahren, die keine Altersrente oberhalb des Grundsicherungsniveaus erhalten werden. Zurzeit einige 10.000, und unter Umständen bis 2030 ca. 2 Millionen. Es gibt Personen, die eine Erwerbsminderungsrente mit erheblichen Abschlägen beziehen, aber auf keine zusätzlichen Einkommensquellen zurückgreifen können. Das sind ungefähr 1,5 Millionen. Es gibt Personen mit diskontinuierlichen Erwerbsbiografien von weniger als 30 Jahren, die in der ganzen Zuschussrentendiskussion nirgendwo thematisiert werden, weil sie zeitweise in die stille Reserve abgewandert waren. Das ist schwer zu schätzen, dieser Anteil zwischen 0,5 und 1,5 Millionen. Und es gibt Personen aus den Nachbaby-Boomer-Kohorten, das heißt die ab 1967 Geborenen, die über längere Zeiträume nur geringfügig oder zu Billiglöhnen beschäftigt waren, ALG II bezogen haben oder an Maßnahmen der Beschäftigungsförderung teilnahmen. Vorsichtig kann man sagen, es sind mindestens 0,5 Millionen. Keine dieser Gruppen profitiert in nennenswertem Maße von der Förderung der zweiten und dritten Säule, aber jede ist von der Schwächung der ersten Säule mit betroffen. Weder die betriebliche Altersvorsorge noch die Riester-Rente können das Armutsrisiko dieser Gruppen auffangen. Was auf mittlere und längere Sicht hilft, ist allein das Wachstum dieser Gruppen, das zahlenmäßige Wachstum dieser Gruppen zu stoppen, durch, wie schon erwähnt, eine Bildungsoffensive und eine inklusive Arbeitsmarktpolitik bzw. entsprechende Beschäftigungsinitiativen. Das ist im Auge zu behalten, wenn man eine sozial ausgewogene Reform der Alterssicherung wirklich anstrebt. Damit komme ich zum letzten Hauptpunkt des Vortrags, nämlich die Merkpunkte für notwendige Reformen. Die folgenden Merkpunkte sollen ermöglichen, aus dem widersprüchlichen Konglomerat der gesetzlich geregelten Alterssicherung, und damit meine ich alle drei Säulen, dass tatsächlich daraus ein System werden kann. Leitgesichtspunkte sind das, was in der Überschrift unserer Broschüre, im Titel der Broschüre steht, die Begriffe Sicherheit und Fairness. Sie sollen bedeuten, dass alle, die nicht mehr im Arbeitsleben stehen, ein sicheres und ausreichendes Alterseinkommen erhalten sollen, was nicht unbedingt Rente heißen muss. Zweitens müssen die im Arbeitsleben Stehenden darauf vertrauen können, im Rentenalter eine faire Gegenleistung für ihre Beiträge zur Altersvorsorge zu erhalten. Und drittens muss das Verhältnis zwischen Beitragszahlern und Rentenbeziehern zu jedem gegebenen Zeitpunkt den Prinzipien sozialer Fairness genügen, das heißt die Solidarität der Generationen ausdrücken. Was konkreter bedeutet, dass der jeweilige finanzielle Spielraum nicht einseitig zugunsten der Rentenbezieher oder der Beitragszahler verfrühstückt werden darf. Dazu die ersten vier Punkte. Die gesetzliche Rentenversicherung kann und wird auch in Zukunft die Hauptlast der Alterssicherung tragen. Obwohl von Entwicklungen am Arbeitsmarkt, in der Wirtschaft und im Bildungssystem weitgehend abhängig oder durch die politische Entscheidungen beeinflusst, hat sich die GAV über das vergangene Jahrzehnt als die zuverlässigste und leistungsfähigste Säule der Alterssicherung erwiesen. Die Diskussion, die wir in den 90er Jahren hatten und vor Einführung der großen Rentenreform von 2001, in der die GAV als das schwächste und für die Zukunft am wenigsten wirksame Rentensystem betrachtet wurde, hat sich inzwischen leider oder glücklicherweise als ein großer Irrtum herausgestellt. Die gesetzliche Rentenversicherung ist nach wie vor die wichtigste Orientierungsgröße für die Lebensplanung des überwiegenden Teils der Bevölkerung, nämlich von 52 aktiven oder passiven Mitgliedern. Und ihre Fortentwicklung muss deshalb der Wahrung ihrer Kernaufgaben und Funktionsprinzipien verpflichtet bleiben. Der zweite Punkt, die Umlagefinanzierung, und jetzt komme ich auf diese Funktionsprinzipien, die Beitragsäquivalenz der Rentenansprüche und der Ausgleich der versicherungsfremden Leistungen aus dem Bundeshaushalt bilden einen Identitätskern der gesetzlichen Rentenversicherung. Was heißt, sie dürfen nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden. Sie sind nämlich
für die Arbeitsgesellschaft und ohne die Arbeitsgesellschaft als Leitwert unseres Zusammenlebens wird diese Gesellschaft nicht funktionieren. Sie sind dafür sie konstitutiv. Auf individueller Ebene fungiert das versicherungsrechtliche Leistungsprinzip nämlich als ein unverzichtbarer Anreiz zur wirtschaftlichen Partizipation und damit auch zur sozialen Inklusion. Das hat Konsequenzen. Das heißt unter anderem dann, dass Rentenzahlungen ohne Bezug zu Beiträgen oder beitragsanalogen gesellschaftlich anerkannten Leistungen den Prinzipien der GAV widersprechen. Und es gilt erst recht für einen Rekurs auf Bedürftigkeit und Bedürftigkeitsprüfungen. Das Äquivalenzprinzip erfordert ferner, dass gleiche Beitragsleistungen ein annähernd gleiches Versorgungsniveau begründen. Man kann nicht definieren, dass Beiträge, die bis zum 30. Jahr der Mitgliedschaft anders gewertet werden als Beiträge, die über 30 oder 40 Jahre Mitgliedschaft hinaus geleistet werden. Eine Entwicklung der GAV in Richtung Grundrente würde deshalb ganz erhebliche Akzeptanzverluste verursachen. Im Interesse einer fairen Risikoverteilung und auch der Akzeptanz des Umlageverfahrens und der sparsamen Verwendung öffentlicher Mittel ist deswegen auch, was einige Parteien fordern, die Ausdehnung der Versicherungspflicht auf weitere Gruppen und Bürger geboten. Das gilt vor allem für Selbstständige. Es gilt, wenn man das Beamtenrecht nicht auf Anhieb reformieren kann, dann zumindest für neu eingestellte Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Nicht einbezogen werden sollten Nichterwerbseinkommen, Kapitaleinkünfte, Mieteinnahmen in die Bemessungsbasis der Rentenversicherungsbeiträge, schlicht aus dem einfachen Grund, weil Einkünfte dieser Art beim Übergang in den Ruhestand ja nicht wegfallen, sondern erhalten bleiben und keinen Ersatzbedarf begründen. Zur Akzeptanzsicherung und Verringerung des Armutsrisikos müssen sich aber die während des Arbeitslebens entrichteten Beiträge, egal ob freiwillige oder Pflichtbeiträge, auch auf die Höhe des Arbeitseinkommens auswirken. Sie dürfen nicht einflusslos versickern im großen Topf und was dann an Rente gezahlt wird, hat nichts mehr mit den Beiträgen zu tun. Damit würde das Äquivalenzprinzip ad absurdum geführt werden. Auch in den Fällen, in denen eine Niedrigrente durch Leistungen aus der Grundsicherung aufgebessert wird, müssen die zuvor geleisteten Beiträge zumindest einen proportionalen Ausdruck in der Höhe des Alterseinkommens finden. Nun ist es leider so, dass die verschiedenen Modelle der Zuschuss-, Solidar- oder Garantierente genau diesem Erfordernis nicht gerecht werden, weil sie ausschließlich Mindestzeiten der Versicherung und Anrechnungszeiten voraussetzen, die Eigenbeiträge aber unberücksichtigt lassen. Wir haben in der ganzen Debatte, die sich in den vergangenen anderthalb Jahren entwickelt hatte, allein ein Modell entdeckt, das in dieser Hinsicht korrekt verfährt und das ist das Modell Rentenzuschuss des Sozialverbands Deutschlands und der Gewerkschaft Verdi. Die Kommission empfiehlt einem solchen Konzept den Vorzug zu allen anderen Zuschussrentenkonzepten zu geben. Nach diesem bevorzugten Konzept erhöht sich die Grundsicherung im Alter um einen degressiven Teilbetrag der jeweils erworbenen Rentenansprüche, egal aus welcher Quelle sie kommen. Und durch dieses Verfahren würde nicht nur langjährig Versicherten mit unzureichenden Entgeltpunkten geholfen werden, sondern es würde auch Personen mit einer Versicherungszeit von weniger als 30 Jahren, von 7, 8 oder 29 Jahren, ein Mindestmaß an Beitragsäquivalenz sichern. Gleichzeitig würde durch die Berücksichtigung der geleisteten Eigenbeiträge auch die Eigenvorsorge belohnt und ein Anreiz zu sozialversicherungspflichtiger Erwerbstätigkeit gewahrt. Die nächsten Punkte, 5 bis 7. Ja, angesichts der wachsenden Verbreitung von diskontinuierlichen Erwerbsverläufen, die ja in ihrer Auswirkung auf die gesetzliche Rentenversicherung dazu führen, dass immer mehr Personen auch auf Grundsicherungsleistungen angewiesen sind,
wäre eine Erweiterung der Teilhaberechte in der Form angebracht, dass die definierten gesellschaftlich anerkannten Leistungen, die als beitragsanalog gelten, weiter erweitert werden. Zum Beispiel aufgrund des Engagements in Bereichen wie Bildung, Erziehung, Betreuung und anderer gemeinnütziger Ehrenamtlichkeit. Immer unter der Voraussetzung, dass es eine Mindestdauer der Mitgliedschaft gibt. Ob und für welche Tätigkeiten eine solche Ausweitung des Teilhabeprinzips möglich ist, setzt allerdings erst einen gewissen Vorlauf an gesellschaftlichen Diskussionen voraus, indem man sich über den Wert dieser beitragsanalogen Leistungen verständigt und dann auch über die Art ihrer Anrechnung. Aber wir wollen diesen Punkt in Erinnerung halten, weil wir glauben, dass die Vorstellung eines normalen Erwerbsverlaufs für immer weniger Personen, für einen geringeren Anteil der Erwerbstätigen zutrifft und wir gleichzeitig die Möglichkeit, das gesellschaftliche Engagement, das Personen mit geringer Erwerbsbeteiligung in Teilen ihres Lebens zeigen, dass das in einer angemessenen Weise honoriert wird. Aber dieser Punkt, wissen wir, bedarf noch weiterer ausführlicher Diskussionen. Kommen zum sechsten Punkt. Die gesetzliche Rente und die bedarfsabhängige Grundsicherung sind nicht beliebig in ihren Funktionen miteinander austauschbare Systeme. Sie erfüllen unterschiedliche Funktionen und beruhen auf je besonderen Rechtsgrundlagen. Ihre institutionelle Trennung, ihre Nichtvermischung muss erhalten bleiben. Die Zuteilung bedürftigkeitsgeprüfter Leistungen, die Vermeidung von Armut gehören nicht zu den Aufgaben der gesetzlichen Rentenversicherung. Grundsicherung, der Bezug von Grundsicherung stellt vielmehr ein Bürgerrecht dar und es besteht ein Rechtsanspruch nach Maßgabe der Bedürftigkeit und wie wir wissen, wenn die lieben Verwandten weniger als 100.000 Einkommen im Jahr haben, ohne Rückgriff auf das Einkommen der unterhaltsverpflichteten Angehörigen. Allerdings ist die Grundsicherung in Verruf geraten. Und der beste Beweis ist ja der Vorschlag der Zuschussrente, der ausdrücklich auf die Stigmatisierung, die es zu vermeiden gilt, Bezug nimmt. Sie ist in Verruf geraten, vermutlich durch die Hartz-IV-Regelungen, in denen allerdings ganz andere Entscheidungsgesichtspunkte wirken, zum Beispiel die Pflicht zur Arbeitssuche. Es wurde nicht immer deutlich gemacht, vor allem nicht von der Sozialpolitik, was die Grundsicherung im Alter von der Hartz-IV-Praxis unterscheidet. Aber die staatliche Sozialpolitik steht unserer Auffassung deswegen erst recht in der Pflicht, der Stigmatisierung des Grundsicherungsbezugs entgegenzutreten. Ein anderer Punkt, der gelegentlich Kritik findet, ist der Haushaltsbezug der Grundsicherung. Die Kommission ist der Auffassung, dass bis zu einer umfassenden Individualisierung der sozialstaatlichen Leistungen, die allerdings auf mittlere Sicht nicht erwartbar ist, der Haushaltsbezug der Grundsicherung bestehen bleiben muss. Der Gleichbehandlungsgrundsatz erfordert, dass auch ältere und auch alte Antragsteller sich dieser Prüfung unterziehen müssen, genauso wie jüngere. Die Grundsicherung gewährleistet die Deckung des individuellen Bedarfs auf Haushaltsbasis, das heißt im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit der primären Solidarbeziehungen, in der Regel der Familienbeziehungen. Ein Verzicht auf diesen Haushaltsbezug, das muss man sich klar machen, käme einer generösen Subvention der am weitesten verbreiteten Solidarform Familie gleich und würde die relative Schlechterstellung der Alleinlebenden bedeuten. Das kann man ernsthaft nicht wollen. Nun zu einem Punkt, der mir besonders wichtig ist, der achte Punkt. Das Verfahren der Beantragung und Bewilligung von Grundsicherung im Alter ist zu reformieren. Nach Kriterien bürgernahe Modernisierung öffentlicher Dienstleistungen und der aufsuchenden Sozialarbeit. Die mit der Grundsicherung im Alter beabsichtigte Entstigmatisierung der staatlichen Fürsorgeleistungen ist in der Öffentlichkeit bislang nur unvollkommen oder gar nicht wahrgenommen worden. Rund 40% der 65 Jahre alten und älteren Berechtigten verzichten auf die Geltendmachung ihrer Ansprüche. In Anbetracht so vieler alter Menschen, die auf die Wahrnehmung ihres Bürgerrechts verzichten oder dieses aus Furcht vor Stigmatisierung ungenutzt lassen,
kann die Grundsicherung im Alter noch nicht als funktionierendes Instrument zur Vermeidung von Altersarmut gelten. Sie bedarf deswegen einer gründlichen, öffentlichkeitswirksamen Reform. Insbesondere die Bewilligungspraxis und ein klientenorientierter Ausbau der Information- und Beratungsfunktion anhand zweier Ziele. Erstens die Bekanntheit und Zugänglichkeit zu verbessern und zweitens die Bedürftigkeitsprüfung von allen unnötig diskriminierenden Elementen zu bereinigen. Die Prüfung der Haushaltssituation ist individuell nachvollziehbar und sozial akzeptabel zu gestalten, um den verbreiteten Vorurteilen wirksam zu begegnen. Dabei ist auf zeitgemäße Formen der aufsuchenden Sozialarbeit zurückzugreifen, die Einschaltung von Ombudsleuten und Beauftragten für erbetene Hausbesuche zu ermöglichen und zur Inanspruchnahme von Begleitpersonen für Behördengänge zu ermutigen. Der neunte und vorletzte Punkt: Betriebliche Altersvorsorge darf nicht weiter zulasten der GAV gefördert werden. Sie wird ja seit 2002 durch die von Sozialabgaben befreite Entgeltumwandlung gefördert. Diese verursacht allerdings Mindereinnahmen bei der gesetzlichen Rentenversicherung im Umfang von rund 1,5 Milliarden jährlich. Die zugunsten der betrieblichen Altersversorgung umgewandelten Entgeltanteile müssen künftig wieder der Rentenversicherungspflicht unterliegen. Eventuell ist zu erwägen, die betriebliche Altersversorgung obligatorisch zu machen, das heißt für jedes Beschäftigungsverhältnis als Normalfall zu ermöglichen und das Recht darauf zu verzichten, durch eine Opting-out-Klausel zu wahren. Und der letzte Punkt, die Riester-Rente, da hatten wir ja in den letzten Monaten doch eine lebendige Diskussion über ihren Reformbedarf. Es geht um verbesserte Markttransparenz, gesicherte Mindestrenditen und erhöhte Anlagesicherheit. Die Anbieter müssen verpflichtet werden, vor Vertragsabschluss detaillierte Informationen bereitzustellen und die auch für Verbrauchertests zugänglich zu machen. Der Aufbau eines öffentlichen Registers der Riester-Konditionen und Verträge ist zu ermöglichen. Des Weiteren wären die Verbraucherzentralen zu beauftragen, eine anbieterunabhängige Altersvorsorgeberatung aufzubauen. Auch sollte den Anbietern zur Auflage gemacht werden, eine Basis-Riester-Rente mit gesetzlich vorgeschriebenen Kalkulationsvorgaben anzubieten. Wenn die Versicherungswirtschaft derartige Reform nicht mittragen will oder kann, müsste sogar ein stärkeres Engagement der öffentlichen Hand erwogen werden, zum Beispiel die Gründung eines semistaatlichen Instituts im Rang der Deutschen Rentenversicherung, das optimierte und staatlich garantierte Riester-Verträge auf den Markt bringt. Dann komme ich zu meiner Schlussbemerkung. Die im Sommer 2012 im Vorfeld des Bundestagswahlkampfs ausgebrochene Diskussion über die Notwendigkeit einer sogenannten Zuschussrente zeigt exemplarisch, welche Risiken einer ausschließlich an kurzfristiger Popularitätssuche orientierten Politik anhaften. Denn diese läuft Gefahr, die Integrität und Stabilität der gesetzlichen Rentenversicherung als vergleichsweise leistungsfähiger Institution um kurzfristiger Vorteile willen aufs Spiel zu setzen. Demgegenüber erfordert der demografische Wandel zukunftsfeste und folgenbewusste Entscheidungen. Wir werden also sehen, ob die neue Regierung zu solchen Entscheidungen fähig ist oder den Weg einer konzeptlosen, weiteren Diversifizierung der Alterssicherung fortsetzen wird. Was Freundliches kann ich leider nicht sagen, aber dafür bin ich am Ende.
muss ja Mikro. Guten Tag, ich begrüße Sie zu einer Diskussion, sagen wir mal eher grundsätzlicher Art, über das Papier, was hier heute vorgestellt wird. Und ich begrüße die Personen, die mit mir auf dem Podium sind. Das ist Frau Dr. Rasner von DEW, Herr Dr. Tiede von der Deutschen Rentenversicherung, Frau Dr. Entschuldigung, ich finde gerade Voss, entschuldigen Sie bitte, von der Böckler-Stiftung. Und Dieter Rulf, der mit dabei war, dieses Papier, was Herr Wiesenthal gerade vorgestellt hat, mit zu erarbeiten. Was auch der Grund dafür ist, warum ich Dieter Rulf als allererstes fragen möchte. Weil damit beginnt auch diese Broschüre mit der Frage, was bedeutet die demografische Veränderung für die wirtschaftliche Veränderung, die selbstverständlich eine wichtige Rahmenbedingung dafür ist, was wir zukünftig über die gesetzliche Rentenversicherung diskutieren. Und was würden Sie denn sagen, ob wir da überhaupt noch einen optimistischen Blick in die Zukunft werfen können, wo wir noch gestalten können? Ja, da eher skeptisch. Ach so. Hört man mich? Ja. Also ich wäre da eher skeptisch, weil die Annahmen über die weitere wirtschaftliche Entwicklung in Abhängigkeit von der demografischen Entwicklung sind im Regelfall Modellentwicklungen, die mit bestimmten Parametern arbeiten, bestimmtes Wirtschaftswachstum unterstellen und dann eine Verschiebung entsprechend des demografischen Wandels von einer eher arbeitszentrierten zu einer kapitalzentrierten Wirtschaftsweise kommen. Diese Modelle sind sehr fragil und störanfällig. Ich muss mir erstmal, um das mal im Beispiel zu verdeutlichen, das ist eine Prognose, die von Börsch Zupan vor 3-4 Jahren aufgestellt worden ist für die nächsten 20 Jahre, schon nachhaltig durcheinander geraten ist durch die von ihm seinerzeit nicht vorhersehbare Krise an den Kapitalmärkten. Man kann nicht mehr eine derartige Kapitalproduktivität in Deutschland auf Dauer unterstellen. Das impliziert natürlich auf Seiten der Staatshaushalte erhebliche Einbußen, denen gleichzeitig erhebliche Ausgaben auch gerade im Rentenbereich gegenüberstehen. Ich habe letztens nochmal nachgeschaut in der FAZ. Wir haben seit der Wiedervereinigung die Rentenzuschüsse des Bundes um 50 Milliarden Mark erhöht, also von 30 Milliarden auf 80 Milliarden. Das sind gut 30% der Gesamtausgaben. Das Großteil, wie gesagt, konsumtiv. Das lässt sich so nicht mehr steuern, es sei denn, man findet Ressourcen, die diese Lücken abdecken. Eine Quelle, das hat Helmut ja im Eingang schon benannt, ist versiegt, man kann keine Staatsschulden mehr machen. Das heißt, man kann entweder Ausgaben verringern oder Einnahmen erhöhen. Und da war für mich die letzte Bundestagswahl eine der ernüchterndsten, jetzt nicht wegen dem politischen Ergebnis, das meinetwegen auch, sondern weil da sich bewahrheitet hat, was andere, auch in ganz anderem Kontext, wie der Wolfgang Streeck, vorher schon prognostiziert haben, dass die deutsche Gesellschaft und andere europäische Gesellschaft mittlerweile in einem Status sich befinden, den man fiskalpolitische Austeritätsfalle nennt. Das heißt, die Bevölkerung ist nicht mehr bereit, nennenswerte Beiträge zur gesellschaftlichen Gestaltung ihrer eigenen Zukunft aufzubringen, weil der individuelle Nutzeneffekt sich darin nicht mehr in hinreichendem Maße widerspiegelt. Das ist sozusagen die generelle Aussage. Darüber gelagert sind dann natürlich die politischen Szenerien, ob eine Partei sich günstig dargestellt hat, ob sie richtig argumentiert hat, ob sie den richtigen Kandidaten, das kann man alles beiseite lassen. Das heißt also allein bei der Frage der Prognose der wirtschaftlichen Entwicklung und wie der demografische Wandel kompensiert werden soll, wäre ich skeptischer noch als die Prognosen, die ich vor 3-4 Jahren gelesen habe. Heißt das, Frau Dr. Rasner, wir haben überhaupt nichts mehr zu verteilen? Also ich denke, es kommt ganz auf die kommende wirtschaftliche Entwicklung an und ob wir in der Lage sind, die Erwerbspotenziale, die wir noch haben, wo definitiv noch Raum nach oben ist, irgendwie zu nutzen. Ich denke da vor allem halt an die Frauen, die bislang einfach unzureichend ins Erwerbsleben integriert sind und häufig halt in Jobs arbeiten, die ihrer Ausbildung, Qualifikation gar nicht angemessen ist.
Und von daher denke ich, dass da schon Potenziale sind, um nochmal was zu verteilen, aber halt nicht auf die Art und Weise, wie man es bisher gemacht hat. Wenn wir jetzt auf die Alterssicherung konkret gucken, sicherlich nicht mit so kurzfristigen kurzfristigen und vor allem nicht besonderen weitsichtigen Lösungen wie Zuschussrente, die halt irgendwie Kleinstgruppen irgendwie bedienen, aber halt mit dem System der Alterssicherung letztlich nichts Vernünftiges anstellen. Ich habe hier auch irgendwo. Frau Dr. Voss, ich wollte auch von Ihnen gerne wissen, wie Sie das bewerten mit der wirtschaftlichen Entwicklung in einer alternden Gesellschaft. Ja, zunächst müssen wir mal sagen, dass die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland auch im europäischen Vergleich außerordentlich gut ist, bei verschiedenen Schieflagen. Und die wirtschaftliche Entwicklung ist in manchen Branchen, in vielen Betrieben exzellent. Und es gibt andere Betriebe, andere Branchen, in denen nicht viel zu verteilen ist. Und diese Schieflage, die auch damit zu tun hat, dass arbeitsmarktpolitisch, also was Schieflage mit Blick auf die Einkommen der Beschäftigten in diesen Branchen. Und diese Schieflage mit Blick auf die Einkommen, die eben zu sehr unterschiedlichen Rentenanwartschaften führen, ist eben auch eine Folge von einer bestimmten Politik, die diese großen Unterschiede zwischen Branchen, zwischen Beschäftigten zulassen. Und deswegen, das wäre sozusagen das, was ich hier gerne auch einbringen würde. Wir wissen alle, die Rente ist der Spiegel des Erwerbslebens und was im Erwerbsleben an sozialer Ungleichheit zugelassen wird, auch politisch, spiegelt sich in der Rente wider und die Rente kann von der Legitimation her und fiskalisch nicht das wieder gerade bügeln, was vorher schon schiefgelaufen ist. Aber das, was Sie gerade beschreiben, Sie beschreibt ein aktuelles Ungleichgewicht. Ich habe eher ein bisschen über den Tag hinaus gedacht, wie wird sich das in 10, 20 Jahren, wenn einfach im ganz großen Stil die Anzahl von alten Menschen, die versorgt werden müssen, größer geworden ist und damit aber auch vielleicht weniger junge Menschen Einkommen erzielen können. Würde Sie noch mal... Ja, ich denke auch, wir sollten heute, wenn schon in diesem Bericht die Gretchenfrage gestellt wird, in was für einem System, was für ein System haben wir uns denn da eingehandelt in den letzten 10 Jahren und ist es überhaupt ein System? Hängt das irgendwie eigentlich miteinander zusammen, das, was da als 3 Säulen bezeichnet wird? Also insofern würde ich auch schon gerne in die Zukunft gucken. Und wenn ich aber in die Zukunft gucke, mit was für Rentenanwartschaften die Leute denn in ihrem Alter ankommen, dann fallen mir zunächst ein die unerledigten Hausaufgaben auf dem Arbeitsmarkt, die heute einfach so zu beseitigen sind mit Blick auf die Zukunft. Denn es wird ja immer der Rentnerquotient sozusagen herangeführt als problematisch. Aber wenn diejenigen, die heute arbeiten, gut verdienen, können sie auch einen bestimmten Beitrag abgeben in die Rentenversicherung. Und wenn diejenigen, die heute gut verdienen, gute Rentenanwartschaften haben, haben wir kein großes Problem sozusagen in der Zukunft, weil es von den dann Jungen ja auch getragen werden kann. Offenkundig nicken alle, nein, du nickst nicht. Ich glaube, der große Streitpunkt dabei ist der folgende. Man hat hier in Deutschland im Jahr 2004 mit den Hartz-Reformen Arbeitsmarktreformen eingeleitet, die 2 Effekte hatten. Erstens haben sie den Markt flexibilisiert, das heißt, sie haben in der Summe zu einem höheren Maß an Beschäftigung geführt, haben aber zu einer inneren Differenzierung geführt, die dazu führte, dass einzelne Erwerbsbiografien sich nicht mehr selbst erhalten konnten, das heißt auf staatliche Zuwendung oder Stützung, wie auch immer, welcher Art, angewiesen waren. Und diese Erwerbsbiografien sind erkennbar denn natürlich in Rentenbiografien gemündet, die erst recht auf den Staat angewiesen sind und vor allen Dingen demnächst sein werden. So, man hat dann versäumt, das wäre jetzt eine Kritik von mir, frühzeitig, und zwar als es erkannt worden ist in den Jahren 2005, 2006, hat man das ja bereits gesehen, wohin der Hase da läuft.
gegenzusteuern. Ursprünglich war Hartz-IV-Reform eine sozusagen Learning by Doing gesteuert und gegengesteuert werden sollte, eine Feinjustierung erfolgte. Das hat man innerhalb dieses Parteiengemengelage, die jeweils an der Regierung war, nicht hingekriegt. Das heißt, man hat da eine in sich eher verkeilende Debatte gehabt über Erkenntnisse, die schon 2006 offensichtlich waren. Ich nenne nur das Beispiel, dass die Minijobs reformiert werden müssten, dass die Zeitarbeit reglementiert werden müsste und. Das kann man, wissen wir alle, kann man alles sagen. So. Und das führt uns jetzt zu dem Problem, dass wir eine nicht genau kalkulierbare Gruppe von Leuten haben, die in Rente demnächst gehen werden, von denen wir nur sicher sagen können, dass sie alleine von sich aus, was sie im Leben geleistet haben, nicht werden in Rente leben können. Okay, jetzt, ich gebe das jetzt auf, was ich ursprünglich gefragt habe, aber Herr Dr. Thiele, das ist ein geradezu enthusiastisches Bekenntnis zum bestehenden Rentensystem und innerhalb dieses Systems zu reformieren. Das ist Ihnen nicht so oft untergekommen in letzter Zeit, wenn Sie über die Rente geredet haben, oder? Ist richtig, ja. Wir haben das schon mit Interesse gelesen, dieses Papier. Ich würde eins gerne von weg sagen, nur für den Fall, dass nachher ein paar Mal so ist, der Eindruck entsteht, ich hätte nicht richtig gehört. Ich bin gesundheitlich ein bisschen angeschlagen und alles kommt so etwas dumpf bei mir an hier im Augenblick. Es ist nicht mein zunehmendes Alter, sondern es ist der Medizincocktail, den ich da heute Morgen genommen habe. Nein, aber es ist natürlich genau so, wie du sagst. Wir haben natürlich gesehen, dass in diesem Papier, anders als in vielen, was derzeit diskutiert wird, man doch sehr stark geschaut hat, wie sind die Funktionsprinzipien der Rentenversicherung, was hat sich da bewährt, auch geguckt hat, was hat sich nicht so bewährt und hat versucht, auf diesem aufsetzend dann zu entwickeln, was kann man, wenn man die Analyse so macht, wie sie hier dann davor geschildert wurde, da verbessern. Wir kommen da ja sicher noch im Einzelnen drauf, da will ich jetzt gar nicht drauf im Einzelnen eingehen. Ich würde gerne zwei Sachen vorne wegschicken. Also zum einen, gerade auch, weil wir eben bei dieser Frage Prognose und wie wird das denn alles und wird das alles schlechter und so wird. Ich glaube, wir haben immer so ein bisschen die Tendenz in Deutschland zu glauben, heute geht es ja einigermaßen noch, aber in Zukunft wird alles viel schlimmer. Das haben, glaube ich, die Leute vor 20 Jahren gesagt, vor 30 Jahren, nur so in der Phase, als ich sozialisiert wurde und jung war. Da haben wir alle geglaubt, in Zukunft muss es besser werden, weil wir es ja besser machen. Und das waren aber die späten 60er und frühen 70er Jahre. Und seitdem habe ich den Eindruck, denkt man immer, in Zukunft kann es eigentlich nur schlechter werden. Richtig ist, dass vieles an den Prognosen, die wir vor 10, 15, 20 Jahren gemacht haben, inzwischen nicht eingetreten ist. Also gerade, wo Sie sagten, Herr Rürup, was der da unterstellt hat, auch in seiner Rürup-Kommission. Wir haben gerade, unser Präsident hat uns gerade den Auftrag gegeben, mal zu prüfen, wie die Annahmen der Rürup-Kommission waren und wie es eigentlich heute aussieht. Die Rürup-Kommission hat ja fürs Jahr 2010 oder 2015 auch Annahmen gesetzt. Und jetzt sollen wir mal gucken, was hat sich denn entwickelt. Und man stellt genau das fest, was Sie sagen. Die sind in der Kommission damals von sehr viel höheren Kapitalmarktrenditen ausgegangen. Aber andererseits muss man auch sagen, sie sind von einem sehr viel geringeren Beschäftigtenwachstum ausgegangen. Wenn man mal anguckt, wie hoch heute die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist und was da in dem Gutachten für heute drinsteht, da ist man schon erstaunt. Das ist schon in der Millionengröße, was da mehr ist heute tatsächlich an Beschäftigung. Und es ist auch nicht nur alles schlecht bezahlte Beschäftigung, denn es muss ja einen Grund haben, dass wir in der Rentenkasse, ich glaube jetzt seit 7 Jahren, Überschüsse haben und im Augenblick eher das Problem haben, dass, ich will jetzt hier in diesem Kreis vielleicht nicht sagen, die Politik, aber doch wichtige Teile der Politik im Augenblick sich überbieten in Vorschlägen, wie man dieses viele Geld, was da ist, auch ausgeben kann. Also Prognosen stimmen eigentlich langfristig nie. Ich glaube, Prognosen sind immer nur dafür da, dass sie uns Anstöße geben, was zu tun. Möglichst damit das, was da Schlechtes prognostiziert wird, in Zukunft nicht kommt. Ich würde deswegen auch nicht so pessimistisch sein und sagen, in Zukunft wird das alles schlechter. Ich würde sagen, wir wissen echt nicht genau, was in Zukunft ist.
So ehrlich sollten wir auch sein. Und dann sollten wir sagen, wir müssen unser System so weit wie möglich darauf vorbereiten, dass wir flexibel auf das reagieren können, was da in Zukunft passiert. Und da meine ich dann allerdings, und das lese ich ja auch aus dem Papier hier heraus, da meine ich allerdings, hat sich in den letzten 10 Jahren gezeigt, dass das Umlageverfahren einen ganz großen Vorteil hat, nämlich es kann flexibel reagieren auf veränderte Rahmenbedingungen. Kapitaldeckungsverfahren hat so eine starke Beharrungstendenz, weil so vieles schon immer fest vorgegeben ist und nachträglich nicht mehr zu ändern ist. Früher haben wir immer gesagt, wir haben in der Sozialversicherung ein politisches Risiko, weil die Politik jederzeit eingreifen kann und irgendwas ändern. Heute würde ich sagen, es ist so ähnlich wie auf den Kapitalmärkten. Hohe Risiken sind mit hohen Chancen verbunden. Und das gilt auch in diesem Fall. Natürlich ist es ein Risiko, dass die Politik eingreift ins Umlageverfahren, aber es ist auch die Chance des Umlageverfahrens, dass die Politik das kann. Und von daher würde ich sagen, so pessimistisch bin ich nicht, aber anpassungsfähig müssen wir sein. Das ist ganz wichtig. Darf ich denn diesen Äußerungen entnehmen, dass wir jetzt nicht irgendwie unser Papier in den Orkus schmeißen müssen, nach dem Motto, nichts ist so unsicher wie die Zukunft und die Prognosen taugen nicht, sondern dass wir da quasi angegangen sind, dass wir gesagt haben, auf welche Risiken sollten wir uns einstellen und auf welche Art und Weise kann man das? So würde kann man das stehen lassen, oder? Ja, und auch, man muss das System flexibel erhalten. Das ist wichtig. Es darf nicht erstarren, es muss flexibel bleiben und anpassungsfähig auf veränderte Bedingungen. Aber um das nur noch hinterher zu sagen, nur toll ist das Papier natürlich auch nicht. Da sind schon auch ein paar Sachen drin, über die müsste man noch mal reden. Ne? Selbstverständlich. Und das werden wir gleich auch tun. Frau Dr. Rasner, bei der ganzen Frage, dass wir auch jetzt offensichtlich, wir reden über das, zumindest die Kommission hat geredet über das bestehende System und hat da Veränderungen vorgeschlagen. Würden Sie grundsätzlich diese Systementscheidung, die wir getroffen haben und die Herr Tiede gerade auch verteidigt hat, würden Sie die auch mitteilen? Ja, also, ich denke auch, also die gesetzliche Rentenversicherung wird die wichtigste Säule der Alterssicherung bleiben und schlicht und ergreifend, weil sie für den Großteil der Menschen in Deutschland einfach die erste und wichtigste Säule ist und die meisten Leute abdeckt. Das Vermögen irgendwie die betriebliche und die private Alterssicherung nicht. Und wir haben ja in den letzten Jahren halt auch gesehen, dass es da zahlreiche Probleme eben mit der betrieblichen und der privaten gab, dass sie entweder nicht von den Leuten angenommen worden sind, die am meisten darauf angewiesen sind, beispielsweise die Geringverdiener. Und für die wird einfach die Riester-Rente kein zukunftsfähiges System sein. Und von daher müssen wir die gesetzliche Rente insbesondere halt für die schwachen Leute, die schwachen Personengruppen stärken, die halt nicht in der Lage sind, in 3 Säulen vorzusorgen. Von daher würde ich den Punkt, eben die gesetzliche Rente zu stärken und zukünftig wieder als die wichtigste Säule zu betrachten und auf gar keinen Fall als ein Instrument gegen Altersarmut auszubauen, sondern halt eben in der derzeitigen Form mit der Beitragsäquivalenz beizubehalten. Wo ich nicht ganz einverstanden bin, ist, also meine Lesart des Berichts war ein bisschen so, dass quasi das 3-Säulen-System komplett aufgegeben wird. So, also ich fand halt, es war sehr, sehr kritisch. Also man hat halt gesagt, okay, es ist halt kein zusammenhängendes Modell. Und das würde ich tatsächlich unterstreichen. Das hat die Politik nicht vermocht, letztlich der Bevölkerung klarzumachen, dass vor dem Hintergrund des demografischen Wandels Alterssicherung in mehreren Säulen schon auch keine schlechte Idee ist. Allerdings habe ich das Gefühl, da fehlte irgendwie der Lotse in diesem Gesamtprozess. Also lange Zeit war das eine intellektuelle Idee, wo ziemlich wenig Leute wussten, was diese 3 Säulen sind und es wurde nie richtig mit Leben gefüllt und ich glaube, den meisten Menschen ist immer noch nicht klar, inwieweit die Verluste, die in der gesetzlichen Rentenversicherung oder Versorgungslücken, die in der gesetzlichen Rentenversicherung auftreten werden, durch die bereits verabschiedeten Reformen, inwieweit die durch andere Formen der Alterssicherung und ausgeglichen werden sollen und wie viel man eigentlich ansparen muss, damit es reichen wird im Alter. Und ich bin mir nicht sicher, wer diese Lotsenfunktion übernehmen könnte. Ich bin ja immer der Meinung, dass die gesetzliche Rentenversicherung da vielleicht gar nicht so schlecht wäre, aber dass die gesetzliche Rentenversicherung wahrscheinlich anderer Meinung. Aber letztlich hat dieser klare Lotse gefehlt und deswegen ist aus meiner Sicht das System im Moment halt einfach so ein bisschen nicht mit Leben gefüllt
Und ich werbe weiter dafür, dass wir diese drei Säulen trotzdem versuchen zu stärken. Ich verspreche Ihnen, wir kommen noch mal auf die betriebliche und auf die Riester-Rente. Aber vorher wollte ich Frau Dr. Voss noch mal fragen, ob Sie ebenfalls, wie die bislang hier gesprochen haben, sagen würden, grundsätzlich macht es Sinn, sich zu bemühen um die bestehende Rente und was man daran ändern muss. Also finden Sie das eher grundlegende Herausforderungen an das System hier unbeachtet worden, geblieben sind? Nee, ich finde überhaupt sowieso diese kritische, gehaltvolle Bestandsaufnahme der drei Säulen der Altersversorgung, die ja in diesem Bericht vorgenommen wurde, sehr, also sozusagen ein Bericht zur richtigen Zeit und relativ unaufgeregt. Es sind viele Daten drin und viele kluge Gedanken eben, und wir sind ja jetzt hier, um den Faden aufzunehmen und vielleicht etwas weiter zu spinnen. Und ich denke, da sind wir uns hier oben alle einig, dass die gesetzliche Rentenversicherung, und im Bericht steht, eine inklusive Institution der Alterssicherung ist und bleiben muss. Und Herr Wiesenthal hat vorhin gesagt, wenn ich das richtig notiert habe, das ist die Säule, auf die sich die meisten einigermaßen verlassen können. Und darin steckt ja im Grunde genommen schon die Schwierigkeit. Die meisten verlassen sich einigermaßen auf diese erste Säule, aber keiner weiß genau, wie das Spiel wirklich ausgeht. Wir haben nun mal die Absenkung des Rentenniveaus bis ins Jahr 2030 auf 43%. Das kann natürlich korrigiert werden, klar. Aber das ist ein massiver Rückgang des Rentenniveaus. Und darüber muss man sprechen. Wenn man die GRV als inklusive Institution erhalten will, ist es problematisch, eine derartige Absenkung des Rentenniveaus vorzunehmen. Das Rentenniveau wird in dem Kommissionsbericht nicht in Frage gestellt. Implizit schon. Also die Ausgangslage im Jahr 2002 war doch die, man sagt, man reformiert das gesetzliche System. Es stößt mit seinen Beiträgen, die es von den Arbeitgebern erfordert, eine Grenze, die die Produktivität schädigt der Betriebe. Also muss man es dort deckeln und kompensiert es dadurch, dass der Einzelne angereizt wird, privat vorzusorgen. Das wurde in den nächsten 10 Jahren probiert und man hat jetzt folgendes Resultat. Bei einigen Beschäftigtengruppen funktioniert es. Die kommen wahrscheinlich sogar auf ein gleichbleibendes Level-Niveau. Aber bei einem sehr erheblichen und auch identifizierbaren Teil von Beschäftigten funktioniert es nicht. Die haben erstens nicht die Ressourcen, privat vorzusorgen. Sie haben nicht das notwendige Know-how, sich durch die Verträge zu kämpfen. Und sie werden absehbar auf die Grundsicherung, auf das gesetzliche Rentensystem zurückgeschmissen bleiben. Es gibt etliche, also ich glaube 50% der Riester-Verträge, die ruhen im Augenblick. Da wird gar nicht mehr bezahlt. Das sind teilweise ganz obskure Entwicklungen, die man da verfolgen kann. Und da muss man einfach mal eine Bilanz ziehen und sagen, das Ziel der Lebensstandardsicherung im Alter durch eine ergänzende private Rente ist nicht erreicht worden für alle Gruppen, die dabei ins Auge gefasst wurde. So, und dann gäbe es zwei Möglichkeiten, das zu therapieren. Die eine teure Variante ist, man sagt, man behält bei der gesetzlichen Rentenversicherung das höhere Niveau bei. Sagt, man verabschiedet sich von den 43%, geht auf die 50 und hält die, bildet dafür Demografiereserven, das hat der Vorschlag des DGB. So kann man vorgehen, das hat natürlich, wälzt man damit ein erhebliches Finanzvolumen und das hat auch, finde ich, ein paar Macken. Die andere Variante ist, man konzentriert sich jetzt auf die Zielgruppen, die tatsächlich negativ von dieser Entwicklung betroffen sind, das heißt, die erkennbar in Altersarmut absacken. Wie geht man mit diesen Gruppen um? Und da fand ich schon das Erstaunliche, dass der sozusagen der erste Impuls aller Parteien im Bundestag der war, die müssen auf jeden Fall irgendwie im System gehalten werden, weil darunter ist ja die Grundsicherung und die Grundsicherung ist würdelos, entspricht nicht sozusagen unserem lebens- und normativen Vorstellungen des Lebens. Ne?
Was ich schon eine erstaunliche Aussage finde, weil immerhin trifft die Grundsicherung auf etliche andere Leute zu, denen man dann ja implizit dann heimstellt, die können damit ruhig leben. Ne? Dass man aus dieser, sag ich mal, ethischen Motivierung heraus die Leute unbedingt im Rentensystem altersarmutssicher machen wollte, hat Folgewirkungen gehabt bei allen Systemen, nämlich die Folgewirkung, dass damit grundlegende Prinzipien der Rentenversicherung, auf die jeder, der die Rente eingeht, sich verlassen hat, gebrochen werden. Er kann dann nicht mehr darauf vertrauen, dass die Rente nach dem Äquivalenzprinzip bearbeitet wird. Er kann nicht mehr darauf vertrauen, dass die Rente oder der Rentenanspruch schlichtweg ein Eigentumsanspruch ist, den er hat, sondern er muss gewahr werden, dass er gegebenenfalls auch überprüft wird, ob das, was er denn als Rentner in der Kasse hat, auch ihm gehört oder ob da nicht ein Teil von abgezwackt werden muss, weil dieses oder jenes noch berücksichtigt werden muss. Dazu oder korrespondierend dazu kommt natürlich denn ein ganzer institutioneller Wust von neuen Institutionen, die kontrollieren müssten, die Daten erheben müssten und. Und das war ja für uns der schlagende Grund, dass wir gesagt haben, dieser Sektor Armutsfestmachung, derjenigen, die erkennbar in Armut fallen werden, kann man nicht mehr innerhalb des Systems lösen, ohne dass das System normativ, als auch womöglich faktisch, letzteres kann ich nicht so beurteilen, an seine Grenzen stößt. Dass es sozusagen an Legitimität verliert. Und es gibt aber ein Modell, wo man es sehr viel eleganter, sehr viel besser, sehr viel in sich differenzierter, wenn man so will, leistungsadäquater organisieren kann. Und das war eben dieses Modell von Verdi ÖTV. Das Thema Altersarmut ist selbstverständlich ein ganz zentrales. Das hat hier bei allen schon eine Rolle gespielt. Deswegen würde ich gerne Sie nach der Reihe nach vielleicht mit Ihnen beginnen, Frau Dr. Rasner, fragen, ob Sie finden, der Bericht findet darauf die adäquate Antwort.
nicht vorhandenen Strukturen, alt werden in der Arbeitsgesellschaft da ist. Frage, wie wäre das denn, oder andersrum, man könnte das doch auch interpretieren, dass man den Menschen leichter den Übergang macht, damit sie überhaupt bis 67. Andersrum, wenn man böse wäre, könnte man sagen, das ist ein leichterer Weg, sich irgendwie damit zu arrangieren. Also ja, ich denke, es ist doch der Rente mit 67 auszuweichen. Also ich denke schon, dass es da auch in der Gesellschaft ein Bewusstsein dafür gibt, dass wir nicht so weitermachen können. Entweder du bist voll fit bis 67 und rockst jegliche Arbeitsbedingungen in den Betrieben oder so, oder du gehst raus. Das wollen die meisten Leute nicht. Und das ist auch einfach kein finanzierbarer Weg, glaube ich, weil dann einfach die Arbeitsbedingungen in vielen Branchen so sind, dass man sie definitiv nicht bis 67 durchhält. Also ich meine, so Schreibtischtäter wie wir, die sich öfter mal was ausdenken können, da mag das wohl klappen. Ja? Aber sein kann, dass die betrieblichen Akteure da ohne kompensiert zu werden, das alleine auffangen müssen. Ne? Nee, ich würde dafür, kann da eigentlich nur voll zustimmen. Wir haben uns da jetzt nicht intensiv in unserer Broschüre mit beschäftigt, aber natürlich sollen alle Möglichkeiten einer flexibleren Übergangs von Arbeitsleben ins Alter ausgeschöpft werden. Es betrifft natürlich in vorrangig die betrieblichen Ausgestaltung, die Akzeptanz auch von älteren Arbeitskräften, Frage von Schulung von älteren Arbeitskräften, Weiterbildung und so weiter, da sind wir völlig d'accord. Wir haben unser Augenmerk stärker darauf gelegt, was ist bei denen, die da nicht mithalten können oder frühfristig rausfallen, obwohl denn die Einkommen nicht reichen, und wie müssen die sozialen Sicherungssysteme so gestaltet werden, dass sie dann auch aufgefangen werden und in die Gesellschaft nach wie vor integriert sind. Und da hat uns der Augenmerk darauf geführt, dass das in den kommenden Jahren ein tatsächlich viel eklatanteres Problem ist, als es auch heute noch richtig wahrgenommen wird. Diese Altersarmut in den verschiedensten Gruppierungen, in den gebrochenen Erwerbsverläufen der kommenden Jahre sehr groß sein wird, und man auch der Hinweis, der ja richtig ist, dass man den vorbeugenden Arbeitsprozessen am besten begegnet, nur insofern trifft, als man es zukünftig besser machen kann, nur für die, die es jetzt schon betroffen hat, die sind halt gekniffen. So, und für die muss man eine Lösung finden. Und da haben wir gesagt, da muss man die Lösung finden, dass man ihnen ein Modell der Grundsicherung anbietet, was flankiert sein kann oder auch sein sollte mit einem möglichst weitgehenden, Bestückung von Rentenansprüchen für Tätigkeiten, die nicht unmittelbar Erwerbstätigkeiten im engeren Sinne sein müssen, sondern darüber hinausgehen können. Beispiel, im Augenblick diskutierte Beispiele sind die Müttergelder. Aber man kann sich natürlich andere Tätigkeiten vorstellen, von denen man sagt, die sind gemeinnützige Tätigkeiten, die von öffentlichen Trägern bewerkstelligt werden, die auch mit Rentenansprüchen, welcher Art auch immer oder in welchem Level auch immer, ausgestattet werden. Sodass da sowohl beides gegeben ist, einmal eine materielle Besserstellung als auch eine gesellschaftliche Akzeptanz für diese Person. In der Gesamtbetrachtung würde ich allerdings sagen, jetzt mal zugespitzt formuliert sagen, wenn die Ausgangsfrage ist, wie funktioniert das Drei-Säulen-Modell, kann ich sagen, dass zumindest die dritte, die Privatvorsorge, also die Riester-Säule, ziemlich bröcklich ist, sich als wenig tragfähig erwiesen hat und ins Auge gefasst werden muss eine andere, sogenannte erste oder Grundsäule, die impliziert die Grundsicherung und darauf aufbauende Maßnahmen der Armutsfestmachung für ältere Leute. So wird künftig das Armutsbekämpfungs- oder sozusagen das Altersrentensystem, das Sollmodell aussehen. Die Grundsicherung mit aufbauend auch leistungsbezogenen Gratifikationen wird einen sehr viel stärkeren Stellenwert haben. Und das ist dafür ist es umso wichtiger, dass dieses Modell seinen, sag ich mal, bislang noch diskriminierenden Touch oder Anruf verliert, sondern dass man mal klar sagt, das ist ein ganz normaler und ganz akzeptabler und für jeden zu akzeptierender
Bestandteil des sozialen Sicherungssystems in Deutschland und der hat nichts mit Schämen und nichts mit sich nicht hingehen trauen zu tun. Wir wollen heute Nachmittag ja nochmal uns ausführlich beschäftigen, sowohl mit der gesetzlichen Altersvorsorge als auch mit der Rente, Riester-Rente. Trotzdem, Sie haben eben schon sehr engagiert Ihren Widerspruch formuliert. Das wollte ich Ihnen jetzt nochmal Gelegenheit dazu geben. Ja, also in dem Bericht wurden ja die demografischen Fakten auf den Tisch gelegt. Und wir wissen, dass die Babyboomer-Generation letztlich wahrscheinlich der gesetzlichen Rentenversicherung ab und zu mal die Schweißperlen auf die Stirn treiben wird, weil das werden einfach extrem kohortenstarke Jahrgänge sein, die dann aus dem Erwerbsleben in das Rentensystem übergehen. Zahlenmäßig wird das System unter Druck setzen und deswegen gibt es da halt möglicherweise auch nicht mehr ganz so viel in der gesetzlichen Rentenversicherung zu verteilen, weil die Babyboomer werden ja auch sehr, sehr lange leben. Also die werden ja nicht nur Renten für mal 5 Jahre beziehen, sondern halt vermutlich mehr als 20. Das müssen dann halt ja eben wenige Junge finanzieren. Und deswegen ist es aus meiner Sicht schon richtig, eben das System auf mehrere Säulen zu stellen. Dass das in der Vergangenheit nicht gut gelaufen ist, da gibt es diverse Studien auch aus unserem Haus zu, dass eben in der Riester-Rente es an Transparenz und Renditen fehlt, aber an der grundsätzlichen Idee, eine private Alterssicherung aufzubauen, finde ich jetzt nichts Schlechtes, wenn es nicht unbedingt auf Kosten der gesetzlichen Rentenversicherung geht. In dem Prozess muss man halt auch ehrlich sein und die Fakten auf den Tisch legen. Und was wir halt in unseren Daten beobachten, ist, dass man zwar viele Leute hat, die einen Riester-Vertrag irgendwann mal abgeschlossen haben, aber was Sie schon zu Recht gesagt haben, viele zahlen nur einen Mindestbeitrag ein, um halt eben die Zulagenberechtigung zu erreichen und dann halt eben Kinderzulagen und die eigene Zulage vom Staat zu bekommen. Aber mit 5 € im Monat und 60 € im Jahr, meinetwegen das auch über 30 Jahre gezahlt, was kaum jemand schaffen wird, kommt man dann auf relativ wenig. Das wird im Alter auch keine Versorgungslücke schließen. Und ich finde, da muss halt mehr Ehrlichkeit in dem Prozess drin sein. Und vor allem muss man genau die Gruppen ansprechen, die es besonders nötig haben. Und das sind aus meiner Sicht halt eben die Geringverdiener. Und dann muss man aus meiner Sicht halt eben diese Subventionierung der privaten Altersvorsorge vielleicht einfach zielgerichteter ausrichten und nicht einfach an alle richten. Also momentan bekommt ja jeder die Zulage. Aber zur betrieblichen Altersversorgung haben Sie jetzt gesagt, das sollte nun nicht mehr passieren auf Kosten der gesetzlichen Rentenversicherung. Das wäre dann also das gegen die Entgeltumwandlung. Das ist ja der Punkt, der sehr stark in dem Bericht gemacht wurde. Ich beschäftige mich nicht ganz so viel mit der betrieblichen Alterssicherung, deswegen fand ich den nachvollziehbar und gut. Also ich bin voll d'accord, also das halt eben... Ja. Dass nicht weiter auf Kosten der Rentenversicherung gemacht werden soll. Aber ich will jetzt auch nicht so tun, als ob ich da der große Experte bin. Einen kurzen Einwurf. Also der Ehrlichkeit halber muss man sagen, es gibt immer, sag ich mal, einen gewissen Topf, mit dem man Rentenreformen betreiben kann. Wenn man in der Riester-Förderung sozusagen die Geldmittel reinsetzt, dann werden die bei der betrieblichen Rentenvorsorge, Altersvorsorge natürlich fehlen. Wenn man bei der betrieblichen Altersvorsorge jetzt meinetwegen eine Idee hat, wie die SPD, dass man 2% Umwandlung des Entgeltes mit 600 € Steuermitteln finanziert, dann klingt es wunderbar. Die 600 € werden aber in der Summe, das sind auch ein paar Milliarden, irgendwann fehlen, wenn man in der gesetzlichen Rentenversicherung was bauen wollte. Man muss dabei immer, glaube ich, erstens die Summe der Mittel im Auge haben und zweitens die Töpfe, aus denen sie kommen, und drittens die normativen Maßgaben, nach denen sie gegeben werden, in den Plausibilitäten und als letztes natürlich auch die Effizienz des Einsatzes. Ja. Ja, zu dem Thema würde ich natürlich auch gerne was sagen. Zum einen, weil gerade auch mit der Frage Entgeltumwandlung haben wir uns ja intensiv beschäftigt. Ich glaube, das ist schon sehr zutreffend, was hier in dem Bericht steht und auch, ich glaube, auch normativ sehr richtig. Nämlich zu sagen, wenn wir ein System haben, 3 Säulen und 3 Säulen sollen sich ergänzen in der Lebensstandardsicherung im Alter, dann
macht es wenig Sinn, die eine Säule so zu bauen, dass sie immer dann, wenn sie wächst, der anderen Säule was wegnimmt. So kriegt man kein geschlossenes Drei-Säulen-System hin. Das kriegt man nur hin, wenn das ergänzende Leistungen sind, die sich gegenseitig eben aufstocken und nicht die einen dadurch größer werden, dass die anderen kleiner werden. Von daher ist diese Entgeltumwandlung, man muss besser sagen, die Entgeltumwandlung mit Beitragsfreiheit. Denn es spricht natürlich überhaupt nichts dagegen, dass Arbeitnehmer sagen, ein Teil meines Entgelts soll umgewandelt werden in betriebliche Alterssicherungsansprüche, nur dass ich dafür dann keine Rentenbeiträge zahlen muss. Das ist ja das Problem. Deswegen verliere ich ja in der gesetzlichen Rentenversicherung entsprechende Ansprüche. Also ich glaube, das ist schon sehr sinnvoll, dass man das so beschreibt, wie das in dem Bericht beschrieben ist. Da sollte man auch bei bleiben. Ich hätte noch einen zweiten oder einen zweieinhalbten Punkt. Zum einen glaube ich, das, was da über Riester steht, ist weitgehend richtig. Ich glaube auch, dass da die Transparenz fehlt. Da muss das nachgebessert werden, auch vielleicht mehr nachgebessert werden, als jetzt die Bundesregierung auf dem letzten Drücker noch gemacht hat. Man sollte allerdings auch nicht so tun, als ob Riester und betriebliche Altersversorgung irgendwie was Gegensätzliches wäre oder selbst nur zwei Paar Schuhe werden. Natürlich kann auch die betriebliche Altersversorgung im Rahmen der Riester-Rente durchgeführt werden. Es gibt auch, wir führen ja da die Statistik über die Zulagen, über das Zulagenamt, es gibt auch einen sehr kleinen Teil der Riester-Verträge, die im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung durchgeführt werden. Also VBL zum Beispiel, gibt eine Menge VBL-Leute, die Riester-Förderung für ihre VBL-Beiträge in Anspruch nehmen. Das sind übrigens dann die ganz kleinen Beiträge immer nur, die in der Statistik so auftauchen. Also kein Gegensatz, sondern eben so, dass das ein bisschen nebeneinander steht, aber eine kleine Schnittmenge hat. Und der dritte Punkt, das hat mich ein bisschen gestört an dem Papier, nämlich die Perspektive, sage ich mal, wenn das in der dritten und zweiten Säule nicht so richtig klappt mit der kapitalgedeckten Vorsorge, weil die Transparenz nicht stimmt oder die Rendite oder was auch immer oder die Kosten zu hoch sind, dann könnte man das ja auch in der Rentenversicherung machen. Also da hätte ich schon erhebliche Bedenken. Wenn die kapitalorientierten Systeme im Augenblick schlechte Performance, wie das ja so schön heißt, haben, dann liegt das ja zu einem erheblichen Teil an den Kapitalmarktbedingungen. Die Rentenversicherung hätte keine besseren Kapitalmarktbedingungen als die private Versicherungswirtschaft. Eher ungünstigere, zumindest wenn wir unsere Anlagevorschriften immer beachten, wie wir das natürlich selbstverständlich tun. Das, was wir am Kapitalmarkt erzielen im Augenblick, ist nicht besser als das, was die Privaten erzielen. Wir haben vielleicht etwas geringere Kosten, aber ob von dem, was wir erzielen, nach Abzug der Kosten mehr überbleibt als bei dem, was die Privaten erzielen, nach Abzug deren Kosten, dafür würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen im Augenblick. Also ich hätte ein gewisses Problem damit, wenn hier als eine Perspektive am Schluss so rausgearbeitet wird, wenn die Privaten das nicht schaffen, dann soll es die gesetzliche Rentenversicherung machen. Ich fände es auch ein bisschen unglücklich, wenn man sagt, die Rentenversicherung ist sozusagen das Auffangbecken für das, was die Private nicht schafft. Nein, die Rentenversicherung ist so selbstbewusst zu sagen, wir sind die erste Säule, wir haben ein gutes Produkt, wir sind im Umlageverfahren klasse und da brauchen wir nicht Auffangbecken für zu sein für irgendjemand anders, der irgendwas nicht schafft, sondern die sollen sehen, dass sie ihre Hausaufgaben machen, wir haben unsere zum größten Teil schon gemacht, das, was noch ist, machen wir und dann läuft das auch. Und ein letzter Punkt noch, wenn dann immer verwiesen wird auf Schweden, dass das da doch alles so geht. Da bitte ich darum, doch das schwedische Modell sich mal genau anzugucken und nicht immer nur so zu reden über Schweden. Also es gibt in Schweden natürlich nicht, wie hier in dem Bericht drinne steht, eine staatlich garantierte private Absicherung oder kapitalgedeckte Absicherung. Das, was da als staatlich gemanagter Fonds in Schweden existiert, garantiert ihnen überhaupt nichts. Da kann ein Minus rauskommen, auch ein dickes Minus rauskommen. Da gibt es keine garantierte Rendite, so wie das hier gemeint, vermeintlich in dem Papier steht, sondern das ist ein ganz normales Produkt, was am Kapitalmarkt angelegt wird. Und wenn die mal im Minus, die waren längere Zeit im Minus, wenn die im Minus sind, dann kommt halt weniger raus. Da wird nichts garantiert. Und ich glaube auch, der Staat kann das gar nicht garantieren. Denn wenn der Staat rangehen würde und würde garantieren, Anlageerfolge am Kapitalmarkt, dann würde er sich ja in eine Falle begeben, die weitaus größer ist als alles das, was wir hier jetzt mit Bankenrettungsfonds und sowas bisher gesehen haben. Also wer sollte denn diese Garantie jemals aufrechterhalten, wenn die denn mal eintreten müsste? Also umlagefinanziert können wir gut.
Wir würden auch sagen, wenn es eine Zusatzsicherung geben sollte durch zusätzliche freiwillige Beiträge im Umlageverfahren in der Rentenversicherung, wären wir sofort dabei, würden wir gerne machen. Sowas gab es in der Vergangenheit, gibt es heute nicht mehr, könnten wir gerne in der Zukunft wieder machen. Aber kapitalgedeckt wollen wir nicht und können wir auch nicht besser als die Privaten. Frau Dr. Voss, wollen Sie noch was sagen, sowohl zu... Ja, ich wollte noch kurz sagen, dass eben die zweite und dritte Säule, und das ist in dem Bericht ja auch beschrieben, strukturell sozial selektiv ist. Die einen, die sowieso schon relativ gute Anwartschaften in der ersten Säule haben, kriegen, weil sie in einem richtigen Betrieb arbeiten und weil sie auch noch sonst was ansparen können, kriegen in der zweiten und dritten Säule noch was drauf. Und es ist ja auch aufgeführt, dass eben nur 60% aller Beschäftigten Anwartschaften auf eine betriebliche Altersvorsorge haben. Und insofern ist die Forderung, jetzt weiß ich nicht mehr genau, ob das da drin steht, eben, dass wenn die zweite Säule zukünftig Bestand haben soll, dann muss sie obligatorisch sein. Dann muss jeder Betrieb, jedem Beschäftigten eine betriebliche Altersvorsorge anbieten, weil sonst die Schere eben immer noch weiter auseinandergeht. Also das steht nicht bei uns in den Empfehlungen. Okay. Ja, dann es wäre, das, eine, dann die, wäre das die Schlussfolgerung. Es ist die Empfehlung der SPD gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob die noch aufrechterhalten wurde. Die ist mal irgendwann im Wahlkampf hochgekommen. Dann ist die ganze betriebliche Altersvorsorge etwas abgesackt. Meine Einschätzung dazu ist, man hat den Zug abfahren lassen. Sowas macht man entweder zu Beginn, indem man es obligatorisch einführt. Und das hätte damals, kennt jeder die Geschichte, als Riester damit ankam und sagte, mache ich es freiwillig, mache ich es verpflichtend. Die Angst davor hatte, dass die Bild-Zeitung dann sagt, die Riester-Zwangsrente kommt. Ne? Und vor diesem Bild hatte er Angst, deshalb hat er gesagt, das wird jetzt alles nur freiwillig gemacht. Ich bin jetzt bei der zweiten Säule. Ja, ja, und auch bei der zweiten Säule, die ist sozusagen analog, die Geldumwandlung kam dann ja analog. Da war auch der Duktus, man macht es freiwillig und vertraute damals einfach schlichtweg auf die Attraktivität der Märkte und der Renditen. Sagte, das ist sozusagen das ist ein Selbstläufer, der spricht für sich, dass man da in die Not käme, den Leuten das aufschwatzen zu müssen. In die Not dachte man sich gar nicht rein. Und ich behaupte nur, man wird es jetzt im Nachhinein unter verschlechterten Renditebedingungen und unter noch einem schlechten Ruf, zumindest ein Teil der Anbieter von Riesterprodukten, nicht mehr offenen Herzens machen können, dass man sagt, das machen wir jetzt zwangsweise. Und so eine Koppelungsgeschäfte, wie Frau von der Leyen das jetzt ausgedacht hat, von wegen, wir nehmen jetzt mal das gute Modell der gesetzlichen Rentenversicherung und bappen denn das sozusagen als Schmankerl da die Private irgendwie ran, wenn du das eine nicht isst, dann kriegst du das andere nicht. Das halte ich schon gerade für sittenwidrig. Da wir langsam ans Ende unserer Runde gehen, wollte ich einfach Ihnen dreien nochmal Gelegenheit geben, das, was Sie bislang noch nicht Gelegenheit hatten, an Kritik an diesem Papier zu äußern, dass Sie das nochmal sagen. Sie haben gar keinen... Okay. Ja. Ja, das war ja vorhin angekündigt worden, deswegen habe ich gedacht, das wäre jetzt doch ein Gebot der Fairness. Ich mache auch gleich. Achso, okay. Sie wollen auch nicht? Sie wollen auch nicht. Gut. Also wenn keiner als erstes will, mache ich als erstes. Ich habe ja schon gesagt, also vieles, ganz vieles stimmt überein, aber an einer Stelle, da habe ich eben, als das auch schon mal kurz angesprochen war, noch mal ganz bedenklich meine Stirn gerunzelt, hat nur keiner gemerkt. Und das ist dieser Punkt Rentenanwartschaften für Tätigkeiten, die irgendwie gesellschaftlich nützlich sind, aber für die keiner bereit ist, Beiträge zu zahlen. Also das ist etwas, da habe ich immer allergrößte Bauchschmerzen, wenn ich sowas höre. Weil so ein bisschen ist das ja jetzt auch dieses Elternrentendiskussion oder Mütterrentendiskussion. Niemand wird bestreiten, dass die Erziehungsleistung von Müttern eine gesellschaftlich eminent wichtige und gar nicht hoch genug anzurechnende Leistung ist. Der Gesetzgeber hat irgendwann mal gesagt, dafür zahlt er auch was und er hat auch gesagt, wie viel er bereit ist, dafür zu zahlen, nämlich diese 3 Jahre Kindererziehungszeit, aber erst ab 92, dafür hat er Beiträge dann seit einiger Zeit gezahlt. So, wenn er jetzt großzügig sagt, ich gebe mehr, aber nicht bereit ist, dafür auch mehr an Beitrag zu zahlen, ist in meinem Blick irgendwas schief. Also offensichtlich ist der Gesetzgeber oder man kann auch sagen, ist der gesellschaftliche Konsens so, dass man sagt, das ist eine wichtige Tätigkeit, aber dass wir dafür was ausgeben, also so wichtig ist es denn doch wieder nicht.
Und da stelle ich mir die Frage, kann das sein? Wenn es denn tatsächlich so ist, dass wir das für gesellschaftlich so notwendig halten, dass es förderungswürdig ist, dann müssen wir doch auch verflixt nochmal bereit sein, dafür was zu zahlen. Denn man muss ja auch anders sagen, wenn man heute Anwartschaften gewährt, dann muss das ja jemand bezahlen. Denn da entstehen ja Rentenansprüche. Das bezahlen dann die in 20 und 30 Jahren, die Beitragszahler. Wir muten also denen zu, für diese gesellschaftlich notwendige Aufgabe, die wir heute uns zuerkennen, dann zu zahlen. Aber heute sind wir nicht bereit, dafür zu zahlen. Was ist das denn für eine Logik? Also für mich kann es immer nur so sein, wenn wir etwas für gesellschaftlich wichtig halten, sodass es honoriert werden soll, auch in der Rentenversicherung, dafür gibt es gute Gründe. Das haben wir mit den Kindererziehungszeiten, das haben wir zum Beispiel mit Pflegezeiten, das, also Pflege von pflegebedürftigen Angehörigen, das haben wir auch für einige andere Dinge, das haben wir für eben vieles Wort, glaube freiwilliges soziales Jahr oder sowas, da gibt es das auch, da gibt es Beiträge, da gibt es Rentenanwartschaften für, alles richtig. Aber wenn uns das so wichtig ist, dass das Rentenansprüche bringen soll, dann müssen wir heute auch bereit sein, dafür zu zahlen. Sonst ist uns das offensichtlich nicht so wichtig. Und das, davor habe ich Angst, wenn das so drinsteht, zur Not auch, wenn das denn einen gesellschaftlichen Konsens gibt. Heute ist der noch nicht da, steht an irgendeiner Stelle. Dann soll das auch ohne Beiträge gehen. Wir haben jede Menge Briefe, das als letztes aus Bayern im Augenblick, von so in einer Diskussion, die es dort offensichtlich gibt, dass Blaskapellen eine ganz wichtige kulturhistorische Bedeutung haben und gesellschaftlich wichtig sind, und die sollen Rentenansprüche kriegen für ihre Blaserei. Da spricht ja niemand gegen. Aber dann sollen die auch zahlen, verflixt nochmal. Das kann doch nicht sein, dass wir jetzt beschließen, die Blaskapellen kriegen Rentenansprüche, einfach so. Und in Zukunft bezahlen das die Leute. Wo kommen wir denn da hin? Das Argument mit den Blaskapellen ist zweifellos ein ziemlich starkes Argument, aber systematisch kann man das durchaus sicher vorstellen, dass damit anzufangen, zum Beispiel, indem man für diese ausgesprochen erfolgreiche das Modell mit den Buftis irgendwie sagt, dafür gibt es Ansprüche. Ja, ja, genau. Im Grunde genommen, muss ich jetzt so sagen, war das auch der Punkt, der mir am meisten Magenschmerzen bereitet hat. Und man muss bei dieser ganzen Sache sich auch fragen, okay, was ist der Effekt davon? Also werden wir jetzt von 5 Jahren ehrenamtlichem Engagement tatsächlich dann eine substanziell höhere Rente erwarten können? Es ist klar, gesellschaftlich ist das wichtig, ehrenamtliches Engagement. Ich denke nicht, dass die Rentenversicherung die Aufgabe hat, das jetzt in besonderem Maße zu fördern. Und was wären tatsächlich die Effekte? Also kreieren wir da nicht nur ein neues administratives Problem auch? Ja? Man muss das überprüfen, man muss festlegen, wie hoch letztlich die Anrechnungszeiten, wie die bewertet werden müssen. Und was wird dann, wie viele Frauen beispielsweise wird es von der Altersarmut tatsächlich irgendwie fernhalten? Da habe ich große Zweifel, dass das ein effektives Instrument ist. Also von daher stimme ich da Herrn Tiede zu. Und das sind eigentlich, das ist das, was ich dazu zu sagen habe. Mehr habe ich nicht an Kritik. Frau Dr. Voss. Ja, über diese gesellschaftlich sinnvollen Tatbestände oder das Engagement zu diskutieren. Ich glaube, das ist ja auch der Vorschlag von Herrn Nullmeier oder so in diese Richtung. Geht das einfach zu diskutieren? Was kann Renten, was sollte rentensteigernd wirken? Diese Diskussion haben wir jetzt im politischen Prozess. Die wird auch noch weitergehen und in diese Richtung muss das auch weiter diskutiert werden. Was Sie ja gemerkt haben, was mein Punkt ist, dass Sozialpolitik, Alterssicherungspolitik nicht ohne Arbeitsmarktpolitik zusammenzudenken ist. Und diese Verknüpfung, Arbeitsmarkt und Sozialpolitik zusammenzudenken, die hätte ich mir auch in diesem Modell stärker gewünscht. Und jetzt sage ich abschließend noch einen weiteren Punkt, der jetzt auch noch ein bisschen neu ist. In These 7 steht, der Haushaltsbezug der Grundsicherung ist bis zu einer umfassenden Individualisierung der sozialstaatlichen Leistungen unverzichtbar. Und ich will jetzt hier nur abheben auf dieses Stichwort bis zu einer umfassenden Individualisierung. Wir haben ja die Situation, dass eben der Haushaltskontext im Grunde genommen absichert und die erste Adresse ist, die Armut verhindert. Und jetzt kann man sagen, das ist
im deutschen Modell schon immer so gewesen. Wir wollen aber hin zu einer eigenständigen, individualisierten, auch sozialen Absicherung. Und dazwischen muss es etwas geben. Und so wie es hier formuliert ist, ist es so, der Haushalt deckt alles zu, kompensiert alles, bis wir diese Individualisierung haben. Das aber zum Beispiel mit der Veränderung des Ehegattensplittings oder Abschaffung des Ehegattensplittings, was ja zum Beispiel diese hohe Zahl von Minijob-Beschäftigten Frauen bedingt, das sind sozusagen so Zwillinge, also das eine hat mit dem anderen zu tun, weshalb Frauen so geringe Ansprüche erwerben in der sozialen Sicherung, dass das eine mit dem anderen jetzt schon zu tun hat und im Grunde genommen die problematisch niedrigen Renten von Frauen bedingt, das hätte hier, glaube ich, auch noch stärker angesprochen werden können, dass eben jetzt dass zum Beispiel das Steuersystem oder die Minijob-Regelung völlig kontraproduktiv ist, um vernünftige Rentenanwartschaften aufzubauen. Aber Entschuldigung, die Frage mit der Individualisierung von Grundsicherungsleistungen ist davon erstmal unabhängig. Ja, richtig. Ich bin jetzt aber nur so, und so habe ich das zum Teil auch im Bericht gelesen, dass eben der Haushalt immer noch als kompensierender Akteur akzeptiert ist, bis wir eine vollständige Individualisierung haben. Aber ich glaube, ich hätte mir gewünscht, dass noch stärker in Richtung Modernisierung auch des Steuersystems, der Arbeitsmarktinstitutionen argumentiert worden wäre, um zu sagen, das, was jetzt schon schiefläuft, hängt zusammen mit niedrigen Rentenanwartschaften, zum Beispiel von Frauen. Also, dass man da sozusagen stärker noch drauf angesprochen das angesprochen hätte. Nimmt aber der Wahrheit dieser Aussage kein Jota. Nein. Weil das ist nur eine Frage der Reihenfolge. Natürlich kann ich sagen, die Haushaltsgemeinschaft hebt sich im Alter erst dann auf oder strukturiert sich anders, wenn vorab in den Erwerbsbiografien sich grundlegende strukturelle Veränderungen, Abschaffung von Ehegattensplitting verwirklicht haben. Dann sieht auch der alte Haushalt irgendwann anders aus. Was damit gesagt worden ist, ist nur, dass man jetzt innerhalb des alten Haushalts schlechterdings nicht anfangen kann, rumzuregulieren und da irgendwelche Differenzen einzubauen, die lebensgeschichtlich gar nicht vorgegeben sind. Ich hätte dann eigentlich abschließend nochmal die Frage, wenn Sie jetzt verfolgen die Debatten, die wir in den letzten Wochen erlebt haben, was vor der Konsentierung steht, wie die aktuelle Politik mit der Rentenpolitik umgeht. Haben Sie den Eindruck, dass da irgendwo in die richtige Richtung Schritte gegangen werden in Sachen Rente oder dass es eher in die falsche Richtung geht? Sie gucken gerade so kritisch. Ja, also bisher habe ich jetzt noch nicht den großen Wurf gesehen. Und wenn man sich überlegt, dass das ja jetzt eine große Koalition mit großen Mehrheiten ist, die halt vielleicht auch große Reformen ermöglichen könnte, dann finde ich die Lösungen, die da momentan diskutiert werden, die sich aber ja auch andauernd ändern. Von daher ist es ein bisschen schwierig, die zu bewerten. Aber also wenn ich mir jetzt die Mütterrente angucke, den Sack zumachen. Also, ja, ist schon klar. Wir gucken jetzt nicht mehr. Also die Mütterrente, da kann man halt drüber diskutieren. Ich glaube, so ist schwer zu rechtfertigen, warum halt Kinder vor 92 geboren anders bewertet sollen als die, die nach 92 geboren werden. Aber es ist natürlich eine Maßnahme auf Kosten der jungen Generation oder wird vorrangig von denen getragen, von der derzeitigen Erwerbsbevölkerung. Ja, und irgendwas wird ja kommen, ob es Zuschussrente, Solidarrente, Lebensleistungsrente oder sonst was heißen wird. Und da bin ich der Meinung, dass es für eine kleine Gruppe, wo tatsächlich halt unterschiedliche Funktionsprinzipien vermischt werden. Also es wird der gesetzlichen Rentenversicherung nicht gut tun, wenn tatsächlich jetzt sowas durchgesetzt wird. Und also das, was ich bislang von der Koalition gehört habe, macht mich jetzt nicht hoffnungsfroh, was die Rente anbetrifft. Aber man kann sich auch überraschen lassen. Wir stehen ja noch am Anfang. Ja. Also ich glaube, dass wenn es denn diese Koalition gibt, über die jetzt alle reden, dass man bei der Frage der Erwerbsminderungsrenten was hinkriegen wird, was gut ist. Was auch wirklich, wo wir auch sagen werden, das ist gut, dass das kommt. Bei allem anderen bin ich mir da nicht so sicher.
Gerade auch, was Sie gerade sagten, mit Zuschussrente und so. Wobei, ich habe ja immer noch, manchmal ist es eine Hoffnung und manchmal ist es eine Befürchtung, kann ja jeder werten, wie er will. Die Erfahrung aus der letzten Legislaturperiode ist, dass das, was in der Koalitionsvereinbarung an rentenpolitischen Vorhaben stand, ich glaube, nicht eines davon verwirklicht wurde. So, und ja, je nachdem, wie man das jetzt einschätzt, kann man sagen, vielleicht wird es ja diesmal auch so und das ist dann entweder gut oder schlecht. Und ich glaube auch, wir werden im Laufe der Legislaturperiode sehen, welche Punkte man wirklich angeht. Und häufig ist es ja auch so, dass es jetzt nicht nur auf die letzte Legislaturperiode gemünzt, dass in der Koalitionsvereinbarung mehr so allgemeine Formulierungen sich finden oder sich später in einem Gesetzgebungsverfahren herausstellt, dass das, was da auch durchaus manchmal konkreter formuliert war, sich in der Weise nicht umsetzen lässt, sondern nur anders. Und da muss man dann gucken, wie das am Schluss wirklich ausgeht. Also ich bin immer ein optimistischer Mensch und ich glaube, irgendwie wird man auch das hinkriegen. Aber im Augenblick, das gebe ich schon zu, sieht es nicht so aus, als ob man jetzt wirklich richtig hoffnungsvoll nach vorne gucken könnte. Sie, Frau Dr. Forst, hoffnungsvoll. Ja, ich bin immer hoffnungsvoll und positiv und würde auch in diesem Sinne sagen, dass wichtige Themen in den Koalitionsverhandlungen diskutiert wurden, also auf dem Tisch lagen. Und insofern stimmt das hoffnungsvoll und wie wichtig diese Themen sind, aber auch mit wie viel Geld, mit wie viel Finanzierungsvolumen sie verbunden sind, zeigt ja die Tatsache, dass hinterher die Parteispitzen nämlich genau entscheiden werden, hopp oder top, für das eine oder andere Modell. Also es geht um sehr viel Geld und es wird natürlich dann hinterher sozusagen in Tauschgeschäften wahrscheinlich verhandelt. Wir können nicht alles, entweder das oder das, und das wird dann im kleinen Kreis beschlossen. Aber das zeigt ja schon mal, dass diese Themen ganz oben auf der Agenda sind und eben, ja, sieht man am Finanzierungsvolumen, eben auch wirklich sehr viele Leute in ihrer sozialen Sicherung betreffen. Also ich bin ein bisschen erschreckt, in welch geringem Maße die Parteien bereit waren, ihre Politik nach Normvorgaben, die im System selber angelegt sind, zu orientieren, zumindest sie mit zu reflektieren und wenn man sie denn schon zu bricht, das mit in den Raum zu stellen, als Problem in den Raum zu stellen. Das bezog sich nicht nur auf alle Varianten jetzt der Altersfestmachung von Mütterrenten oder anderen Rentengruppen durch ein bestimmtes Grundlevel an Punkten, die man erreichen muss. Das bezieht sich vor allen Dingen auch auf die, sag ich mal, nonchalante Art, in der jetzt plötzlich der aufgehäufte Rentenberg, der da plötzlich zur Verfügung stand, fröhlich für eigene Belange verhackfrühstückt wurde, ob jedem Kundinnen Thebaner klar sein musste, das, was da finanziert wird, ist eigentlich Aufgabe der Steuerfinanzierung. Und das ist da relativ wenig Empörung auch in der Öffentlichkeit gibt, sagt doch, dass also auch innerhalb der Gesellschaft über, sage ich mal, Grundstrukturen von Institutionen, ihre Funktionsweise als auch ihre normativen Grundlagen wenig Wissen besteht und man von daher aber auch dann, wenn es denn nicht funktioniert, selten zu klaren Positionierungen kommt. Das ist eigentlich die Aufgabe der Politik, beides immer miteinander zu vermitteln, was ich tue, weshalb ich es tue und welche Effekte das hat. Ich würde gerne abschließend mir erlauben, nur eine Bemerkung zu machen, was Sie gerade sagten über die Mütterrenten. Wir haben eben schon mal darüber gesprochen, dass die Sozialpolitik selber dazu beigetragen hat, die Grundsicherung wieder zu stigmatisieren, nachdem sie sie eigentlich geschaffen hat, um sie zu entstigmatisieren. Und ich finde, die Frage, dass irgendetwas nach einem Stichtag anders behandelt wird, wenn wir das als Gerechtigkeitsfrage deklarieren, schaffen wir quasi die Grundlage für die rentenpolitischen Entscheidungen ab, weil da gibt es immer Stichtagsregelungen und ich finde, die Frage müsste nicht sein, ist das gerecht für die damals, sondern was ist das Richtige für die in der Zukunft? Aber das war jetzt nur noch ein persönlicher Kommentar von mir und Sie sollen noch mal Gelegenheit haben, sich zu wehren, wenn Sie das falsch finden. Dann bedanke ich mich bei Ihnen allen für die lebhafte Diskussion. Wenn ich richtig sehe, gehen wir jetzt ins Mittagessen. Frau Bayer, Sie müssen mich korrigieren, wenn ich mich täusche. Und dann machen wir weiter um 1. Ja, also jetzt gibt es Mittagessen eine Etage tiefer. Um 12.45 Uhr soll es dann hier weitergehen. Hier geht die Betriebsrentendebatte los und im Raum gegenüber
zur Riester-Rente, dann der Workshop. Und die abschließende Runde ist dann wieder hier. Einen Augenblick kurz. Vielleicht wäre es sinnvoll, schon mal vorab kurz ein Meinungsbild zu erstellen, wer zu welcher dieser Arbeitsgruppen tendieren würde, sofern sich das schon jemand festlegen lässt. Wer würde zur betrieblichen Altersvorsorge kommen und sich darum kümmern? Und das heißt, der Rest zur Riester, oder? Ja. Gut. Dann müsste hier Riester machen.